traurig war, dass er sich von einem hohen Berg stürzen wollte. Und da kam auf einmal Jibril und hat gesagt, Mohammed, du bist der Gesandte Allahs, mach dir keine Sorgen. Das ist geil. Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihn, so sehr traurig, dass er versucht hat. Sahih Bukhari 6982. Sahih Bukhari 6982. Sahih Bukhari 6982. Sich von einem hohen Berg zu stürzen. Sie haben erwähnt, dass er Selbstmord begehen wollte. Hängt dies mit der Epilepsie zusammen? Sind die Erkrankten so depressiv, dass sie sich umbringen wollen? Okay, dies ist ein wesentlicher Punkt. Als er dies sah, war es ihm schwerer, als er es ertragen konnte. Ich meine sein erstes Erlebnis in der Höhle von Hira. Du kannst keine selbstmörderische Depressionen entwickeln. Starke Depressionen plus Suizidgedanken und Selbstmordversuche innerhalb 2 Stunden, dies nimmt viel Zeit in Anspruch. Ich glaube, er hatte eine umfassende, totale Verwirrung. Ein schreckliches Erlebnis, das er nicht begreifen konnte, kann zu allen möglichen Gedanken und Gefühlen führen. Das Beste, was du in diesem Fall machst, du rennst zu deiner Mutter oder zu einem Mutterersatz. Das ist hier Khadija, die für dich sorgt, abdeckt und mit den Worten beruhigt, alles wird gut. Alles wird gut, kein Problem. Der ist voll am Zittern, der Mohammed. Also die 3 Hauptereignisse im Leben Mohammeds, in seiner Kindheit, am Anfang seiner Jugend und als er 40 Jahre alt wurde, sowie einige seiner Charakterzüge weisen darauf hin, dass er an Epilepsie erkrankt war. Aber können wir dies mit absoluter Gewissheit sagen? Was ist, wenn dies alles nur ein Zufall wäre? Besitzen wir Beweise, die jeglichen Zweifel beseitigen? Können wir noch weitere Beweise für diese, die aufgrund wissenschaftlicher Methoden zu analysieren und zu bewerten sind? Komm Leute, Tipico. 3, 2, 1, jetzt alle zusammen, bis 100.000, komm. 100.000 knacken wir jetzt. Ich sammelte alle erwähnten Symptome aus den Hadithen bezüglich der Inspiration zusammen. Also Hadithe, die Mohammed in einer Situation beschreiben, in der er eine Offenbarung bekommen hat. Ich legte diese den Spezialisten vor, um festzustellen, ob sie mit der Epilepsie zusammenhängen. Hier sind sie im Einzelnen. Das erste Symptom befindet sich in dem berühmten Hadith von Aisha. Aisha berichtet, dass Al-Harith ibn Hisham den Propheten danach fragte, wie die Offenbarung zu ihm kam. Er antwortete, manchmal kommt er zu mir wie ein Klang, wie der Klang einer Glocke. Und dies ist für mich die schwerste Art. Er verlässt mich dann, wenn ich aufgefasst habe, was er sagte. Manchmal ist es ein Engel in der Gestalt eines Mannes, der zu mir spricht und ich begreife, was er sagt. Hören wir die Epileptiker einen Klang in den Ohren? Dr. Sadrian beantwortet diese Frage. Das ist heftig, ne? Anhand dieser ganzen Aussagen von Mohammed haben sich dann Psychologen so mal die Gedanken gemacht, was meint eigentlich Mohammed? Er kriegt die Offenbarung in Form von Glockenläuten oder der Engel offenbart sich in der Gestalt eines Mannes und so, ne? Das ist echt krass. Leute, ihr müsst diesen Livestream teilen. Komm, ein bisschen müssen wir hier reinhauen. Jeder teilt einmal und dann ist super. Dann kriegen das auch andere mit. Noch etwas bezüglich des Glockenklangs. Ich möchte mehr darüber wissen. Das gleicht ein Behördensiegel. Jede Person, die unter dieser Krankheit leidet, wird dir bestätigen, dass er Glockenklang hört. Siehst du? Er hat gesagt, dass er das hörte. Und als ich dies erfuhr, war ich mir sicher, ich habe seine Krankheit diagnostiziert. Super, Leute, super.
Dr. Dede Korkut sagt, dass die auditiven Anfälle im vorderen Teil des Schläfenlappens anfangen. Es sind meistens klar erkennbare Laute wie ein Glockenklang oder Bienengesänge. In seinem Buch erwähnt er einen Fall, in dem der Anfall eines Kranken mit Glockenklang begann. Danach sah er eine Frau, die alte Kleider trug und sehr schlecht roch. Das zweite Symptom aus diesem Hadith ist, dass Mohammed die Gestalt eines Mannes sah, der zu ihm sprach. Wie er sagte, manchmal kommt er als Engel in der Gestalt eines Mannes und ich begreife, was er sagt. Dieses Bild wird erst vollständig, wenn wir die Aussage Mohammeds in Betracht ziehen, dass ihm Jibril in der Gestalt von Dahir al-Kalbi erschien. Dies würde bedeuten, dass er eine bekannte Gestalt erkennt. Ist dies auch ein Zeichen der Epilepsie? Dr. Dede sagt ebenfalls, die Halluzination der Epilepsiekranken besteht aus folgenden: auditive Halluzination, visuelle Halluzination, emotionale Halluzination, wiederkehrende Halluzination. Das heißt, dass sie sich etwas einbilden, was sie vorher gesehen oder erlebt haben. Dass Mohammed die Person von Dahir al-Kalbi gesehen hatte, ist sowohl auf visuelle als auch auf wiederkehrende Halluzinationen zurückzuführen. Wir führen einen weiteren Hadith an, der das Bild noch weiter verdeutlichen soll. Als sie offenbart... Das ist krank, man zeigt ihn so aus dem Ausschnitt von Mohammeds Leben und aus dem, was Bukhari so übermittelt, und dann analysiert man das Ganze, dann denkt man sich, ey, der Mann, der stand unter totale epileptische Anfälle. Den kann man gar nicht vertrauen. Ist nicht vertrauenswürdig. Und zu den Propheten herabgesandt wurde, deckte man ihn mit einem Kleid ab. Seht ihr? Ja, Allah sagte... Er schmiss sich also auf den Boden, fing dann an zu zittern, zu zappeln. Und die Sahaba haben dann irgendwas auf ihn draufgeschmissen, weil sie sich so geschämt haben. Guck mal hier. Ich wünschte, ich könnte den Propheten sehen, während die Offenbarung zu ihm kommt. Omar erwiderte, würdest du dich freuen, den Propheten bei Herabsendung der Offenbarung anzuschauen? Jada führte fort, Omar hob die Seite des Kleides und ich sah ihn schnarchend. Es kam mir wie das Schnarchen eines Kamelmanns vor. Der Omar hat gesagt, willst du mal Mohammed sehen, wie er seine Offenbarung bekommt? Und dann auf einmal hat er diese Decke so hochgehoben, hat der Mohammed gesehen, der war dann so am Schnarchen. Und sein Schnarch hat sich so angehört wie die von einem Kamel. So. Das ist geisteskrank. Daraus schließen wir, dass Mohammed während des Anfalls, in dem seine Anhänger eine Inspiration sahen, abgedeckt wurde, um ihn zu verstecken, was typisch für den Umgang mit Epileptikern war. Seht ihr? Als sie sein Gesicht... Was typisch für den Umgang mit Epileptikern war, weil die sich geschämt haben. Der war bestimmt am Rumzappeln, hatte Schaum vor dem Mund, haben die so eine Decke über den getan und haben das so abgedeckt, so nach dem Motto, ja, der kriegt gerade wieder seinen Anfall, deckt das mal zu. Heftig, ne? Aufdeckten hatte er geschnarcht wie ein Chamäleon. Geschnarcht wie ein Kamel. Das Erzeugen solcher Geräusche ist ein Symptom, das auch bei Epileptikern zu beobachten ist. Noch ein weiteres Symptom war bei Mohammed während des Anfalls zu beobachten, nämlich das Schwitzen. Selbst in einer sehr kalten Zeit, wie ein Hadith von Aisha berichtete. Er kam zu ihm im kalten Morgengrauen herab, wobei seine Stirn schwitzte. Zusätzlich zum Schwitzen hatte er gezittert, ähnlich wie in der Höhle von Hira. Auf seine Bewusstlosigkeit wurde in vielen Hadithen mit unterschiedlichen Ausdrucksweisen hingewiesen. Asma bin Hamais überlieferte, wenn die Offenbarung zu dem Propheten herabkam, wurde er ohnmächtig. Siehst du, Al-Sira al-Halabiya, Band 1, Seite 377. Jetzt kommt die Geschichte. Was passiert?
An einer anderen Stelle heißt es, er wurde wie ein Betrunkener. Und Aisha sagte, wenn die Inspiration, die Offenbarung zu ihm kam, überfiel ihm ein Zustand ähnlich der Schläfrigkeit. Er bekam Muskelkrämpfe, besonders an den Oberschenkeln. Aisha sagte, wenn er eine Offenbarung bekam, während er auf einem Kamel saß, war das Kamel niedergegangen. Wegen seiner Krämpfe denkt das Kamel, sein Besitzer fordere ihn zum Sitzen auf. Die Muslime aber sagen... Jetzt besser? Jetzt geht's? Jetzt ist wieder gut, alles klar, dann hören wir weiter. Ja, weil ich bin jetzt wieder in so komischen Gebieten, wo das immer Stückchen für Stückchen passieren könnte. Weil ich fahre immer solche komischen Strecken hoch und runter, ja, da passiert sowas. Aber sobald es hängt, sagt mir sofort Bescheid, weil dann stoppe ich das, ne? Schwerwiegende Offenbarung oder für ein gesegnetes Kamel spricht. Viele Menschen waren dort, aber niemand wurde durch irgendwelche Kraft beeinflusst, nur das Kamel. Weil der Anfall so schwer war, dachte Mohammed jedes Mal, dass er sterben würde. Wenn nur eine Seite deines Gehirns beschädigt ist, führt dies dazu, dass die andere Seite stark fiebert, so dass du Verengung und Zittern im Gesicht bekommst. Ist es aber ein CPS-Anfall, so fühlst du, als ob du dich aus dem Leben verabschiedest. Aha. Das alles sind Begleiterscheinungen von Epilepsie, die uns zweifellos bestätigen, dass Mohammed darunter litt. Genau genommen war es die Schläfenlappen-Epilepsie. Schläfenlappen-Epilepsie, daran litt Mohammed, eindeutig. Wir können das aus der Wissenschaft beweisen, dass er daran litt. Wahnsinn, ne? Das ist so krass, Leute. Das war einfach ein Epileptiker, der Mohammed. Nach dem, was Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Bukhari uns alles so übermittelt, muss Mohammed unter epileptischen Anfällen gelitten haben. Schläfenlappen-Epilepsie. Epileptische Anfälle beginnen mit einer sogenannten Aura, einer vorherigen Warnung. Oh. Einen Moment, ich muss kurz telefonieren. So. Ich bin neu hier. Wie kann ich mich denn zuschalten lassen? Was ist das? Ja, ihr Lieben, durch das Teilen und Liken kommt immer mehr Leute darauf. Das ist das Gute daran bei TikTok. Je mehr man kommentiert, je mehr man teilt, je mehr man liked, umso mehrere Leute sehen das, ne? Hallo Dr. Amirovic, hallo. Steht zu Ihren Diensten. Dr. Professor Amirovic. Also mehr liken, genau. Komm, die 100.000 haben wir immer noch nicht geschafft, Leute. Komm, ihr seid die Heftigsten. Die 100.000 packen wir. 3, 2, 1. Jetzt alles mal 7. Alles, jetzt. Let's go. Lass mich nicht zum Kirmes hier. Zum Kirmesschreier werden hier. Fingerkrampf, ja. Leute, ihr müsst euch diesen Autoklicker runterladen. Da gibt es so einen speziellen Autoklicker. Alexa, antworte. Schreibt das mal bitte auf für die Leute, damit sie sich das runterladen und das immer laufen lassen. Das ist das Gute. Das sollte nicht gut sein. Hab ich schon, ja gut.
Bier und Kamelurin ist doch ein guter Radler, oder? Danke, Cosinus. Bier, Urin und Bier, guter Radler. Wer möchte Dr. Sheikh Abu Hamid zu einem Radler einladen? Ich geh kaputt. Ist das krass. Und dazu dieses Lied hören, ne? Schunkel und Munkel, da haben wir Schunkel und Das war toll. Und wir sind Country Road, genau, mit Kamelen. Eine Dosis Lachurin, echt. Komm, wir haben die 100.000 fast geknackt. Komm, Leute, die 100.000 haben wir fast drin. Ihr seid die Heftigsten. Walakay ibn Nawfal ist Allah, ja, genau. Urinase. Man könnte jetzt alles daraus machen, wa? Das ist das Krasse. Dr. Sheikh Abu Hamid kommt sofort wieder, ja? Immer fleißig die Figur spielen. Herrlich. Ah, die 100.000 haben wir geknackt. Sehr gut. Gottes Segen, ihr wundervoll. Schläfenlappensyndrom. Einfach Schläfenlappen-Epilepsie. Danke dir, Cosino. Hammer, danke dir vielmals. Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Ich finde dein Lachen so ansteckend. Danke dir. Wie dein Hund schnarcht. Ja, der macht eine gewisse Person nach. Auf euch. Flying Steps. Da habe ich sogar letztes Mal beim Training sogar noch gehört, ne? Flying Steps. Cosi teilt wieder aus. Der Cosi ist heftig. Ja, Gottes Segen, ihr Wundervollen. Möge der Herr euch segnen. Ja, diese ganze Arbeit ist schon sehr, sehr wichtig, ne? Dass die Leute wissen, wer Mohammed überhaupt war und wie er überhaupt seine Offenbarung bekam. Das ist, als ich diese Dokumentation damals gesehen habe, ich war so schockiert, ne? Und anhand dieser ganzen Beweise auch, die diese Psychologen da gebracht haben, ne? Als sie sich das Leben von Mohammed mal genauer betrachtet haben. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Wie kann man da noch sagen, dass er gesund war? Der war absolut nicht gesund, der Mann. Hass und Hetze. Wieso ist da jetzt jemand wieder, der mir Hass und Hetze wieder vorwirft? Weil wir wissenschaftlich analysieren, oder was? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Er war Epileptiker, genau.
wie der mich anguckt. Wie viele Prophezeiungen hat der Koran? Wie viele Prophezeiungen hat der Koran? Keine? Okay. Sein Hund ist auch schockiert von der Doku, aber vom Feinsten. Schön Kaffee genießen, mit euch ein bisschen chillen. Gleich geht's wieder weiter. So lässt sich's doch leben. Beste. Ich hoffe, dass der ein oder andere Muslim sich Gedanken darüber macht, ne, wer Mohammed wirklich war. Wie er seine Inspiration bekam, ob er wirklich ein Prophet war. Denn die Bibel fordert uns ja dazu auf, das Ganze zu prüfen. Und das, was ich mache, macht ja nicht jeder. Also, wo ich selber noch in dieser muslimischen Zeit war, ist es natürlich ein Muslim verboten worden, da nachzuhaken, nachzuforschen. Denn dann kommt sowas dabei raus, seht ihr? Und die Bibel fordert natürlich jeden von uns auf, das Ganze dann aufzudecken, ne? Ne, das ist kein Gurt, das ist so eine Umhängetasche. Genau, typico alle zusammen, sehr gut. Muss ganz noch ganz kurz hier warten. Ich liebe deine Videos. Ja, ich hoffe, ihr lernt auch viel von diesen Videos, ne? Sodass ihr das selbst auch einsetzen könnt in euren Gesprächen, ne? Redet Hansi noch mit dir oder hast du den Mund tot gemacht? Doch, der redet noch mit mir. Aber der andere, dieser Mr. Vogel, der redet immer den Leuten davon ab. Guck mal, wie widersprüchlich der Typ ist. Der redet davon ab, über mich zu reden, aber selber führt er dann einen Stream mit dem Nagellack, also mit dem Nagel, dem Fußnagellack-Lackierer und dem Hansi einen ganzen Livestream, wie sie dann auf mich reagieren und dann... Ja, an mir kommt er auch nicht mehr vorbei, der gute alte Abu Hamza. Ja. Wann zeigst du Jokern? Ja, demnächst, ne? Wenn da jetzt noch was dazukommt und so, ne? Dann. Was hat zugekommen? Thank you.
jetzt gleich weiter. Er hat das in keiner Sure gesagt. Welche Sure hat Mohammed gesagt? Frauen kommen in die Hölle, wenn sie Make-up tragen. Das hat er in einem Hadith gesagt. Dass wer sich auch immer die Gesichtsbehaarung entfernt, ins Höllenfeuer landet. Und eine Frau, die ihre Merkmale zeigt, wie Gesicht und ihre Aura nicht bedecken möchte, ihre, ihr wisst schon, das ist eine HURE. Selbst wenn sie Parfüm trägt, ist sie eine Ehebrecherin, eine HURE. Also so Millionen und Abermillionen von Muslimas sind alles HUREs, weil die Parfüm tragen, damit rausgehen und so an Männern vorbeilaufen, damit die Männer das riechen. Ja, alles HUREs. Geh einfach auf sunnah.com und gib ein Parfüm und dann findest du den Hadith schon. Okay, ich trage Parfüm. Ja, laut Mohammed bist du eine Ehebrecherin. Einfach nur wegen Parfüm, ey. Ich hoffe, du gehst nicht noch weiter und läufst an Männern vorbei, damit die deinen Geruch riechen. Damit die dein Parfüm riechen. Ich bade im Parfüm. Ja, ihr seid alles HURE in den Augen von Mohammed. Ihr könnt euch bedanken bei Mohammed. Danke Mohammed für deine wundervollen Worte. Nur damit, weil wir Parfüm tragen. Danke bitte. Das kannst du keinem mehr erzählen. Das ist krass, ey. Vielen Dank, Mohammed, dass du uns alle als HURE beleidigst. Und wir lieben dich und wir folgen dir trotzdem weiter in den Abgrund. Und tragen weiterhin Gucci-Brille mit den besten Abayas und so. Naja, ja, so ist das. Gucci Mamucci. Gucci in Lucci. Und ihr Mann, oh heftig. Ja, weil die Religion des Islams natürlich sehr, sehr friedlich ist. Ne? Es ist eine sehr friedliche Religion und deswegen mussten sie ja dann auch fliehen, weil der Islam so friedlich ist. Richtig? Deo verführt auch, oder? Bei Deo weiß ich nicht, aber Parfüm, ja. Deo besteht ja auch aus Alkohol, oder was ist das? Ne? Wo ist mein Kaffee? Ah, da. Auf euch, ihr Lieben. Ah, köstlich. Abu Rusine, ja, der Arme, dieser Abu Rasin, der tut mir auch übelst leid, ne? Der verteidigt eine Religion, die ihn da übelst beschimpft und alles, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen, in Al-Qadi Iyad steht geschrieben, dass wer auch immer behauptet, dass Mohammed ein Schwarzer war, der muss Nackentherapie gemacht werden. Wenn du nur behauptest, dass Mohammed ein Schwarzer war, musst du Nackentherapie bekommen. Heftig, ne? Meine Tante hat einen Bart. Meine Tante hat einen, die darf ihr Bart nicht entfernen. Gesichtsbehaarungen darf man sich nicht entfernen. Die muss aussehen wie Dings. Wie Dr. Sher Abu Amin mit riesen Bart. Ha 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 ha.
euch Lasertherapie. Gönnt euch! Gönni! Warte, muss mal ganz kurz hier meinen Kaffee austrinken, sonst schütte ich den noch hier. Verschütte ich den noch. Ist der Empfang immer noch gut? Barträger. Heiße Schoko gesendet. Cosinus hat heiße Schoko gesendet. Hängt, ja, habe ich mir schon gedacht. Dann warten wir wieder ganz kurz. Sag mir bitte Bescheid, wenn ich wieder aus dem Hänger raus bin. Urinleitung. Komm rein. Gyros mit Urinus. Ja, dann nicht. Da machen wir jetzt weiter. Mustafa Sa'dni. Dr. Mustafa Al-Sa'dan. Was geht? Wie geht's dir? Ganz gut, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie und dir. Auch gut. Ja. Ja, wo bist du gerade unterwegs? Wo ich gerade unterwegs bin? Ja, hörst du so an, ein Auto. Irgendwie bist du im Auto oder ne? Genau, ich bin im Auto. Hast du irgendwas zu sagen? Wolltest du irgendwas fragen? Nein, das ist gut. Ich mag deine Videos ohne Witz. Ich wollte die Dokumentation weitergucken. Hast du irgendwas Besonderes, irgendwas Spezielles? Nein, ich will nur nicht sagen, pass auf dich auf und wegen dieser Fahren, ne, das könnte gefährlich werden. Kein Problem, ich habe hier die ganze Bahn frei. Ich lasse mal zig von 100 Metern Platz. Verstehst du? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut, das ist gut. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja, dir auch. Ciao. Dr. Sheikh Abu Hamid ist im Lamborghini Huracan unterwegs, genau. Wie der TC gesagt hat. Und hab die ganze Rudel AIDS da drin in meinem hier, Kofferraum.
Warte, jetzt hören wir mal weiter. So. Danny schreibt, die Aura kann eine Art ungewolltes Lutschen an den Lippen hervorrufen. Und in einem Hadith wird gesagt, der gesamte Gottes erlebte eine starke Herabsendung der Inspiration, was seine Lippen zum Bewegen brachte. Der Mohammed hatte einfach so Kieferkirmes, ne? Danke, Kosinus. Mercedes A, Mercedes G-Klasse, schön in Güste. Ist stolpig hier. Also der Mohammed hatte so Kieferkirmes die ganze Zeit. So hat er seine Offenbarung bekommen. Heftig, ne? Ich kann euch zeigen, wie der gesamte Gottes sie bewegte, sagt Ibn Abbas. Sure 75, Vers 16, 17. Dr. Al-Sadani führt mit seiner Erklärung fort, dass die Aura sich dadurch auszeichnen könnte, dass der Betroffene nicht vorhandene Gerüche riecht, die keiner außer ihm wahrnehmen kann. Wir stehen hier vor einem wichtigen Phänomen, das Mohammed betrifft. Es wurde über Anas überliefert, dass der Gesandte Gottes sagte, von den Dingen dieser Welt sind mir Frauen und Parfüm lieb. Mohammed liebte also am meisten Parfüm und Frauen. Mohammed liebt am meisten Parfüm und Frauen. Heftig, ne? Kein Wunder, dass er auf einmal 13 Frauen hat und unzählige SX-Sklavinnen. Wahnsinn, ne? Da sagen die zu mir, der ist der beste Mensch der Welt. Der hat sich immer unter Kontrolle gehabt und alles. Merkst du, die Muslime sagen etwas, aber Mohammed erzählt uns eine ganz andere Geschichte. Der war so ein richtiger Womanizer, der Mohammed. Heftig, ne? Der Liebe zum Hadith muss ich Liebe zum Parfüm nennen. Liebe zu Frauen. Aber warum benutzte er Parfüm in großen Mengen? Dr. Sadrian führt dies auf das Epilepsie-Syndrom zurück. Da Mohammed von nicht existierenden Gerüchen überfallen wurde, war er ständig parfümiert, um sich vom Albtraum des widerlichen Geruchs zu befreien. Der Mohammed hat gebadet im Parfüm. Dies erklärt auch, warum er den Geruch eines toten Hundes in seinem Haus nicht bemerken konnte. Einfach weil das Der hat den Geruch eines toten Hundes in seinem Haus gar nicht bemerkt. Weil sein Parfüm alles übertönt hat. Parfüm, das er verwendete, alle anderen Gerüche überdeckte, so dass er nichts anderes mehr roch. Dr. Dede Kokut sagt in seinem Buch Life Alert, dass 90% der Epileptiker wegen der unnormalen elektrischen Aktivitäten im Schläfenlappen üble Gerüche riechen. Aha! Der Dr. Dede Kokut sagt, dass Epileptiker Gerüche wahrnehmen, die andere nicht wahrnehmen. Seht ihr? Genau das, was Mohammed passiert ist! Danke, Gabriele. Heftig! Die Aura betrifft nicht nur das Riechen und Lippenbewegungen, sondern auch den Geschmackssinn, so dass der Kranke das Gefühl hat, seltsame Geschmacksrichtungen im Mund zu haben. Dies kann ein Wie. Schwerwiegende Offenbarung oder für ein gesegnetes Kamel spricht. Viele Menschen waren dort, aber niemand wurde durch irgendwelche Kraft beeinflusst, nur das Kamel. Weil der Anfall so schwer war, dachte man, dass es Bewegung brachte.
Da Mohammed von nicht existierenden Gerüchten überfallen wurde, war er ständig parfümiert, um sich vom Albtraum des widerlichen Geruchs zu befreien. Ja. Ja. Also. Hallo Amir. Hallo meine Liebe, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Dich auch und deine Familie auch. Danke. Hast du irgendwas Spezielles? Wie bitte? Wolltest du irgendwas wissen, weil wir wollen die Doku weitergucken. Ist da irgendwas? Ja, ich habe gerade den Namen gehört, Mohammed. Deswegen, war das jetzt was Islamisches oder was war das? Ich bin einfach so reingekommen. Eben, wo ich reingekommen bin in dein Live, da habe ich den Namen von meinem Propheten gehört. Ich wollte nur wissen, ob das jetzt was Islamisches ist, was du da gerade hörst, oder was ist das? Ja, das sind ehemalige Muslime und auch Psychologen, die sich mal Mohammeds Leben mal durchgeschaut haben und herausgefunden haben, dass er unter epileptischen Anfällen litt. Und so, das wird jetzt gerade im Licht. Bitte? Also die, wer sind diese Leute, dass die jetzt sowas einfach behaupten? Wissenschaftler, so. Hochanerkannte Wissenschaftler. Okay. Ja, es ist okay, wenn du sowas. Es ist alles gut. Also du kannst gerne sowas verbreiten, das ist deine eigene Sache, was du machst. Aber ich wollte immer schon mit dir sprechen und auf eine ganz normale Art und Weise, ohne dich zu ärgern oder dass du mich ärgerst. Ja, das Problem ist, ich kenne deine Familie persönlich, deswegen, ich wollte dich nur fragen. Ja, nee, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, ne? Aber da, wo du gewohnt hast, jeder spricht darüber. Jeder spricht darüber, ne? Sogar über deine Familie. Ich will mit dir am liebsten privat sprechen. Ich möchte das hier nicht so öffentlich machen. Schreib mich einfach an. Ich bin von die Freundin von diesem einen Zinti da, der dich sehr gut kennt. Also ich will jetzt auch keinen Namen sagen, okay? Ich sag dir nur, du machst dich kaputt. Du machst dich kaputt mit deiner Sache. Also mir ist das egal, mach weiter, oder? Das ist kein Problem, ne? Guck mal, es ist mir egal, du lach ruhig, das ist deine Art, ich kenne dich sehr gut. Also, wenn du kennst mich sehr gut, ich höre noch nicht mal raus, wer du bist. Du kennst mich sehr gut. Warum kenne ich dich denn nicht sehr gut? Ich will dich jetzt nicht bloßstellen, ich bin nicht so eine. Guck mal, deine Ex-Frau, ihr geht's. Ich will jetzt nicht darüber reden, ne? Guck mal, ich könnte jetzt so Sachen sagen und dich bloßstellen, ich mach sowas nicht. Es gibt Gott über alles. Seid ihr alle krank geworden, oder was ist los mit euch? Ja, kein Problem, das ist deine Art. Ich weiß, wie du bist, ich weiß, was du vorhast. Ich sag dir nur, das bringt dir seelisch nichts. Wieso kennt ihr alle mich und ich kenn euch nicht? Das ist so krank, ist das doch. Wenn ich jetzt den Namen sage, ne? Du wirst mich sofort wieder stumm. Du wirst mich sofort rausschmeißen und blockieren und so. Okay, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Engagement. Ja, guck mal, es interessiert mich nicht. Du kannst ruhig weiterreden. Das ist kein Problem. Okay, danke dir von ganzem Herzen. Mögest du in Frieden weiterhin mit deinem Kind da deine Sorgen, Probleme annehmen. Möge der Herr euch weiterhin segnen. Soll ich das dieser Religion sagen? Verschwinde hier bitte und dann, das ist das Geisteskrank. Das kannst du keinem erzählen. Ne? Alle kennen mich besser, als ich mich selber kenne. Das ist so heftig. Das ist krass. Ja, so ist das, ne? Die kennen Dr. Scheich besser als Dr. Scheich sich selber. Ich könnte dich jetzt vorstellen. Was ist das eine? Ich habe noch nicht mal gar nicht erkannt, wer war das denn überhaupt? Ist das Kranke? Warte mal. So, ich komme jetzt gleich wieder. Position gefunden. Ich kenne deine Ex. Ist das krank, ey. Ich kenne dich, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich komme mir langsam so vor wie so ein Dings, Thriller.
Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das ist krank. I know what you did. Ich kenne dich, du. Ich weiß genau, du. Und ich will, ich sage jetzt viele, viele Sachen. Ich erkenne dich nicht, weil ich kenne diese Stimme nicht. Du kennst mich gut, ich kenne dich. Wer bist du denn, ne? Sind bekloppt alle geworden, oder was, ey? Du Luger! Du bist ein Luger! Ja, ich lade dich nochmal ein. Du bist ein Luger! Du redest über, da sagt die so, du redest über meinen, über den Islam, du redest über Propheten. Als wüsste ihr nicht, worüber ich hier rede. Wie kommst du denn? Du weißt doch ganz genau, worüber ich rede. Du kennst mich doch schon angeblich sehr lange. Ich folge dir und weiß, wie du bist. Aber ich werde bestimmt nicht freiwillig bei dir zuhören, weil ich kenne deine Hetzerei. Die Leute. Ja, aber warum sagst du gerade eben, ich glaube, worüber sprichst du? Ich glaube, du redest über Mohammed. Stimmt das? Redest du über Mohammed? Sag mal, willst du uns verarschen oder was? Guck mal, du lässt mich extra nicht aussprechen. Das ist deine Art. Ja, sprich doch aus, aber sei doch mal einmal in deinem Leben dann auch ehrlich und gib zu, dass du einfach Dummheit gesagt hast am Anfang. Du bist die Dummheit in Person. Guck mal. Du bist die Dummheit in Person. Hast du da gerade deine Dummheit zur Schau gestellt? Indem du gezeigt hast, dass du eine Lügnerin bist. Jeder kennt dich. Du warst ein Zoroastrianer, hieß Zendan Kron. Das weiß doch jeder. Lass ruhig, das ist kein Problem. Die Leute, ich bin dann aus der Hand genommen, weil ich ein Zoroastrianer bin. Ist so bekloppt, ist so. Leute, wenn mein Vater ein Mecker war, ist der ein Schwarzer, du Geisteskranke. Einfach in Düsseldorf. Wer war Amir Arapur? Das ist kein Moslem gewesen, das ist ein Iraner. Seht ihr? Und dann sagt ihr, ich kenne dich. Ich kenne deine Ex. Eine verstörte alte. Soll ich die Straße sagen? Jemand lieber dich um dein Kind kümmern. Schämst du dich nicht? Soll ich die Straße sagen? Ich mach sowas nicht. Ich bin nicht so hinterhältig. Schämst du dich nicht, meine Liebe? Du schämst dich nicht. Du hast nichts zu tun. 24 schämst Stunden du dich? Ich gehe nicht um dein Kind kümmern. Geh mal ein bisschen. Warte mal. Damit das Kind was zu essen hat, Mann. Und du lässt einen nicht aussprechen. Das ist deine Art. Das ist deine Art. Ja, rede doch vernünftiges Zeug. Ja, dann, okay, mach ich die Katze. Hallo, hallo. Darf ich sprechen? Hallo? Nein. Okay, das ist deine Art. Du würdest dich niemals... Du lügst aber über mich. Warum lügst du über mich? Guck mal schon wieder. Lass mich doch mein Satz zu Ende sprechen. Soll ich dich reden lassen, wenn du über mich lügst, oder was? Du lügst doch den ganzen Tag. Lügen ist dein zweiter Vorname, das weißt du auch. Du musst jetzt selber lachen. Lügen ist von deiner Religion ist das gekommen. Diese Lüge ist perfekt von deiner Religion. Ja, ja, alles gut. Genau, Islam, echt böse. Boah, scheiße, Islam, nee, alles war der Islam. Guck, muss selber darüber lachen. Ja, 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 der böse Islam. Genau. Komisch, aber die Menschen, die den Koran gelesen haben, werden unaufgefordert Muslime. Ganz komisch. Auf jeden Fall, die Menschen, die den Koran studieren und lesen, die werden unaufgefordert selber Muslime. Ich fordere jeden darauf. Jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen, wegen der. Ach so, ja, selber schuld, ne, wenn du deine Zunge nicht hüten kannst. Auf jeden Fall, können wir mal heute über deine Religion sprechen? Können wir heute über deine Religion sprechen? Oder willst du das nicht? Ich dachte, du kennst mich und weißt, wie und wer ich bin und so. Warum willst du über deine Religion sprechen? Nur, dass die Leute wach werden. Hallo? Guck, du Ekel, ey. Ihr seid so eine ekelhaften Dämon, alle. Dämon, ey. Ich kenne dich, ich weiß, wer du bist. Ich könnte dich jetzt bloßstellen. Auf einmal, ja, du warst zu Astria und dies und das. Du redest du gerade über Mohammed? Ja, ich kenne dich schon voll lange. Du weißt doch, worüber ich hier spreche. Du weißt ja, dass Jesus und Mohammed mein Thema sind. So sind die so krank. Weil die sehen, dass ich in Deutschland, Österreich und Schweiz für eine Detonation ausgelöst habe, kommen die alle nicht damit klar. Ihr peinlichen Freaks, ey. Jesus Christus bleibt die Nummer 1. Ob mit mir, ohne mich, er wird Sieger sein, weil er den Tod bezwungen hat. Und alle sind gestorben, außer Jesus Christus. Er ist auferweckt worden. Er ist von den... Ob ich tot bin, hier sitze, weiterhin Aufklärungsarbeit mache, Jesus bleibt trotzdem Sieger. Der Jesus Christus hat den Tod überwunden. Hallo? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح
المصباح Wow, في das schmelzt زجاجة sich ja dahin. Das schmelzt sich ja المزهرة richtig dahin. كأنها كوكب دري هو الضوء الليل فنميتها. والدال بيا يا ويدا بجيل من البلاء الرجيم بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم alle Teufel raus bitte alle Teufel raus Teufel raus Shaitan raus Shaitan raus von unserem Bruder. Shaitan raus von unserem Bruder. Ja, Shaitan, geh raus. Ja, Shaitan, geh raus von unserem Bruder. Ja, Shaitan, lass unseren Bruder. Ja, Shaitan, geh raus von unserem Bruder. Ja, Shaitan. Ja, Shaitan, geh raus von unserem Bruder. Shaitan. Sobald die hier reinkommen, mit der Rezitation anfangen, dann möchten wir auch unsere von Sura Corona auch bitte mal hören. Weil Sura Corona hört sich dann viel, viel besser an. Covid! Ja, du kamst aus China und hast uns das Leben zur Hölle gemacht. 2 Jahre lang zu Hause gelebt. Polizei hat uns auf Schritt und Tritt verfolgt. Wir durften auf keine Parkbank im Freien sitzen. Nur so kann man das ertragen, ihr Lieben. Nur so. Nur so kann man das ertragen. Einer schrecklicher wie der andere. Keiner kommt mal hier rein. Also, einige kommen rein, aber die breite Masse ist so. Ich bringe mal halt meine eigene Dings Karaoke mit Dr. Sheikh Abu Amir raus. Könnt ihr euch kaufen auf Amazon. Karaoke mit Dr. Sheikh Abu Amir. The greatest hits. Da seid ihr der Renner auf jeder Karaoke-Festival. Da komme ich und ihr müsst mir nachsingen. Beste. Ah, ich kann nicht mehr. Das ist mit Dr. Deswegen, Bruder, was ist das denn? Wieso hat er nicht lieber Let's Twist Again? Come on, everybody! Ja, das kommt auch noch gleich. Wenn ich gut drauf bin, kommt noch Let's Twist Again. Gottes Segen, Bruder, für dich. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen. Gottes Segen auch dich. Ich bin im Irrenhaus. Ich bin im Irrenhaus. Das ist krank. Ihr seht das mit euren eigenen Augen. Was für Dämonen sich hier bei mir so rumtreiben, ne? Einer schlimmer wie der andere. Bruder, das wollte ich dir auch gerade sagen. Das ist der Feind, der schickt die, der hat ja auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Das ist das, siehst du? Der lenkt die. Was sagt der Herr Jesus Christus? Freut euch, wenn sie Übles gegen euch reden. Das haben sie auch mit mir gemacht. So, wenn ihr zu mir gehört, so werden sie auch euch ausschmähen. Also raustun aus den Synagogen und gegen euch Übles reden und alles Mögliche. Natürlich. Ja, Bruder, das stimmt. Einfach nur widerlich. Gestern war auch jemand in so einem Stream, hat über dich nicht gelästert, sondern geredet. Und ganz viele, die auch Ex-Muslime waren, die haben dich beschützt und natürlich ich auch, weil wir sollten zusammenhalten als Christen und gesagt, du machst das ja nicht, weil du Fame willst oder weil du Reichweite haben willst. Also ganz ehrlich, und da ist er still geblieben dann natürlich, auch dieser Moslem. Ich nenne jetzt nicht seinen Namen. Aus Datenschutz, allein nur der TikTok. Gedanke, allein, meine Liebe, allein nur der Gedanke zu glauben, dass man mit so einem Thema Fame haben kann, der muss in die Irrenanstalt gehen. Weil das kann ein sicherer Tod bedeuten. Du weißt ja, wie Muslime sind. Das ist doch kein Thema, wo man sich doch Fame holt. So Quatsch, so schwachsinnig. Es sei denn, ich konvertiere zum Islam und greife das Christentum an. Dann kannst du auf einmal Fame bekommen, so wie Pierre Vogel und wie diese ganzen Leute heißen. Ach, dieser Pierre Vogel auch. Okay, Bruder, ich wünsche dir eine gesegnete Fahrt und einen gesegneten Tag. Komm heil und gesund mit Jesus Christus auf deine Arbeit und wieder zurück nach Hause. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal, Bruder. Ich wollte dir das nur mitteilen. Ja, danke dir vielmals. Gottes Segen.
Ja, also nochmal, ihr Lieben, wenn sich jemand mit so einem Thema Fame sucht, der hat sie wirklich nicht mehr alle. Oder wenn jemand behauptet, dass jemand mit solchen Themen sich Fame sucht, der gehört wirklich eindeutig eingesperrt. Ich hätte fast zweimal mein Leben verloren. Für welches Geld der Welt lohnt sich sowas? Oder für welches Ruhm? Was ist das? Nee, ich hab dich rausgetan, weil ich dachte, du sagst nichts mehr. Ihr könnt nicht reinkommen, wenn ihr keine 100, 200, 300 Abonnenten habt. Ihr braucht mindestens so viele. Danke, Ziggy. Ja, natürlich ist das alles so gewollt, ne, dass der Feind auch versucht, mich in allen Belangen aufzuhalten. Ist doch selbstverständlich. Ich würde mich auch wundern, wenn ich überhaupt gar keinen Gegendruck bekäme, ne, von allen Seiten. Also müsst ihr euch vorstellen, dass ich genau auf der richtigen Linie bin. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel braucht man denn? Weiß jemand, wie viel man braucht? 200, 300? Über 200, 300 ungefähr, so. Und ihr könnt meinen Bruder selbst fragen. Mein Bruder sagt euch auch die Wahrheit, was unsere Familie anbelangt. Wer mein Vater war und alles Mögliche. Dass er in Mekka war, ein sehr, sehr frommer Moslem war. Wir hatten gar nichts zu tun mit anderen Religionen. Meine Oma, voll die strenge Muslima, als ich da war, zu meinem 18. Lebensjahr. Die hat vor meinen Augen gebetet, 5-mal am Tag. Ganz, ganz strenge Muslima war das. Die ganze Familie von meinem Vater Seite, alles, ich glaube, die sind einige sogar bei Hezbollah oder so. Wenn ich das so gesehen habe, wie die da reinkommen, alles so gläubige Muslime, ne? Ich glaube, einige von ihnen kämpfen sogar für Hezbollah. Oder in irgendwelchen schiitischen Milizen oder was, keine Ahnung. Hezbollah-Fighter. Wer weiß, was aus meinem Bruder und mir geworden wäre, wenn wir dort im Iran geblieben wären. Ich habe euch das ja erzählt, dass mein Bruder einer der besten Rezitatoren war in seiner Gegend. Er konnte den Koran sehr gut rezitieren, hat an so Rezitationswettbewerbe teilgenommen, hat immer den ersten Platz gemacht. Mit 6 Jahren, 7 Jahre. Mein Vater hat ihn immer mitgenommen. Heftig. Der Abu Hetzerei, der war ein richtiger, heftiger Hafiz des Korans. Wahnsinn, ne? Er konnte so viele Suren auswendig, das ist unglaublich. Der Abu Hetzerei, heftig, ne? Mein Bruder, nächstes Mal, wenn er hier reinkommt, lass ich dem erstmal erzählen. Nein, wir kommen schon aus einer muslimischen Familie. Und als ich damals diese blöde Kette getragen habe, habe ich das doch erklärt. Das war eine Zeit lang, wo ich mich mit meinem Land so ein bisschen identifiziert habe. Aber das war aus Nationalsozialismus, also diesen Nationalstolz auf einmal. Versteht? Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich daran geglaubt habe. Also ich dachte mir, okay, die Vergangenheit der Iraner zu Astria und sowas, komm, bist du jetzt mal so ein bisschen iranisch-national, nationalistisch unterwegs. Aber das war auch nur so eine kurze Phase, so einen Monat oder so. Danach hat sich das auch nicht mehr an. Ja, das ist das, ne? Nein, ich habe euch das alles ja erklärt. Ich habe 1:1 alles erklärt und Stück für Stück allen erzählt, wie, was, wie, wann, wo, ne? Alles in meinem Zeugnis. Kann sein, dass ich hier und da mal vielleicht aus Aufregung, war ja ein Livestream, hier und da mal vielleicht einen zeitlichen Fehler gemacht habe oder so. Aber die Grundlage meiner Geschichte ist absolut die Wahrheit.
Ich habe in keinem Punkt irgendwie gelogen. So wie es da ist, ist es auch geschehen mit meiner Geschichte. Ja, wer weiß, vielleicht wäre ich wirklich da in irgendwelchen Hisbollah-Milizen oder was, schiitischen Milizen. Okay, komm, hören wir uns das weiter an, Lili. Covid! Warum hast du unser Leben zerstört? Sich vom Albtraum des widerlichen Geruchs zu befreien. Aber wie heftig, was ich mir so alles antun muss, ne? Wie viel Ärger ich mir so die ganze Zeit einhandel, plus die Leute noch mich die ganze Zeit von allen Seiten angreifen, das ist so krass. Eigentlich der ein oder andere hätte schon längst kapituliert. Aber bei mir gibt's sowas nicht, nein. Der Jesus Christus hat Vorrang, egal wie, egal wann, egal wo. Dies erklärt auch, warum er den Geruch eines toten Hundes in seinem Haus nicht bemerken konnte. Einfach weil das Parfüm, das er verwendete, alle anderen Gerüche überdeckte, so dass er nichts anderes mehr roch. Ami, aber diese Hisbollah-Geschichte, die von dem Iraner umgeht, ist fake. Ich weiß nicht, ob du meinst dieses Zeugnis von diesen Afshin, ne? Ich weiß es nicht, ob das fake ist oder nicht, keine Ahnung. Aber man muss das erstmal so stehen lassen, ne? Das weiß man nicht, ob das fake ist. Also ich habe nicht gehört, dass es fake ist. Ach, du kennst ihn, ich kenne ihn. Ach so, okay. Ja, kann sein, dass der das so ausnutzt. Ich habe keine Ahnung. Wenn du schon Zeugnis gibst, dann solltest du ehrlich sein, ne? So wie ich habe gesagt, ich war auch nie ein praktizierender Muslim. Es gab aber eine Zeit in meinem Leben, so wie ihr alle anderen auch, ihr Muslime, wo ich mit dem Islam auseinandergesetzt habe. Ich habe mich mit den kritischen Punkten auseinandergesetzt und konnte absolut dieser Religion nicht mehr folgen, wo ich gesagt habe, bis hier und nicht weiter. Soll ich jetzt lügen und sagen, ich war voll der praktizierende, übelst krasse Muslim? Keiner von denen war das. Es gab nur eine Zeit in ihrem Leben, sie haben alle in der islamischen Unwissenheit gelebt, in dieser Jahiliya-Zeit. Denkst du, sie haben sich mit, als sie klein waren, mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, mit Islam? Nein! Mit 14, 15, 16, irgendwie sowas. Im späteren Alter beschäftigen sie sich mit dem Islam. Sie sind alle Muslime, sind alle in einer islamischen Familie geboren. Der eine beschäftigt sich niemals mit dem Islam und der ein oder andere macht das. Und ich war einer von denen, die das gemacht haben. Und das, was ich herausgefunden habe, teile ich ja mit allen. Und sage, ihr wollt mir doch nicht sagen, dass diese Religion die Wahrheit ist, Leute. Zu meinen eigenen Leuten, verstehst du? Ich spreche ja zu meinen eigenen. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass Mohammed ein vertrauenswürdiger Mensch gewesen ist, nach dem, was ich alles herausgefunden habe. Kein Wunder, dass die mich umbringen wollen, versteht ihr? Das ist ja genauso, als würdest du aus der Mafia aussteigen und die, was machen die mit Mafia-Aussteigern? die Geheimnisse auf einmal preisgeben? Die setzen dich unter Druck. Machen dich fertig, versuchen gegen dich allen möglichen Unsinn zu erfinden. Das geht noch schlimmer geht das, bis hin zum Nackentherapie. Ja, Nackentherapie, siehst du. Hol mal einen Epilepsie-Anhänger rein. Ich weiß nicht, wer dieser Afshin da ist, aber so heißt der. Der war angeblich bei Hisbollah oder was, ne? Danke, Dr. John. Dr. John, wenn Sie sich das angucken, das Leben von Mohammed angucken, zu was für einem Entschluss kommen Sie dann, Dr. John? Sie sind ja ein hoch anerkannter Doktor. Rubasi Amin Chakabar, Ichi Salamati. Dr. John ist genauso eine zuverlässige Quelle wie Al-Bukhari und Muslim. Dr. John kann das genauso gut übermitteln. Dr. John. Ha ha ha.
diese Streams immer. Diese Streams sind schon echt legendär, ne? Das ist echt heftig. Dr. Sheikh Abu Amir und seine Hetzis. Die Hetzfried Boys and Girls. Ja, sehr heftig, ne? Warum, wir hören weiter. أن 90% من مرضى صرع أو صرع الفص الصدري بالضبط. Dr. Dede Kokut sagt in seinem Buch Life Alert, dass 90% der Epileptiker wegen der unnormalen elektrischen Aktivitäten im Schläfenlappen üble Gerüche riechen. Die Aura betrifft nicht nur das Riechen und Lippenbewegungen, sondern auch den Geschmackssinn, sodass der Kranke das Gefühl hat, seltsame Geschmacksrichtungen im Mund zu haben. Dies kann ein widerlicher Geschmack sein. Hier ist nun ein weiteres Phänomen Mohammeds erkennbar, das die Erzähler niederschrieben, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Das Phänomen vom Miswak, ein Wurzelstück, das als Zahnbürste verwendet wurde. Mohammed hatte diesen Miswak ständig bei sich. Sogar nachts hatte er es benutzt, wie ein Hadith berichtet. Wenn er nachts aufstand, rieb er seinen Mund mit dem Miswak. Was bewegte Mohammed, den Miswak so sehr zu mögen und ihn die ganze Zeit bei sich zu haben? Dr. Sadrian aber führt dies auf Epilepsie zurück. Die Epilepsie-Krankheit der linken Schläfenlappen, die Sinne, das Hören von Stimmen, Riechen, das Wahrnehmen von Licht, dies alles nennen wir Olfactory, Halluzination. Das ist die Nase. Das ist, was man früher übles Geschmack nannte. Wenn eine Person vor 1500 Jahren dieses diagnostiziert hätte, so hätte er dir gesagt, dein Geschmackssinn spürt Bitterkeit im Mund. Ebenso schlechter Geruch. Wird dadurch schlechter Geruch verursacht? Die gewöhnliche Art und Weise, mit der sie versuchen, den Geruch zu überwinden, war und ist immer noch Parfüm und Süßigkeit. In jeder dieser Symptome sah ich weitere Nachweise. Ich merkte, ich komme immer näher. Es scheint mir der Anfang einer logischen Schlussfolgerung zu sein. Mohammed zwang die Symptome seiner Krankheiten den Menschen auf, sodass viele Muslime ihm heute noch nachahmen. Dies ist der Miswak des Muslims. Seltsam, dass Mohammed alles verboten hat, was ihm sagt. Ich bin gerade im Tunnel, ich mich wieder. Was ihn an seine Krankheit erinnerte. Er verbot die Glocke, da sie ihn an seine auditive Halluzination beim epileptischen Anfall erinnerte.
Er sagte, dass die Engel keine Menschengruppe oder Karawane begleiten, in der sich ein Hund oder eine Glocke befindet. Es ist bekannt, dass man dem Kamel eine Glocke um den Hals hängte, damit sein Besitzer merkte, wenn es sich zu bewegen beginnt. Mohammed aber verbat dies wegen der Wirkung auf ihn und sagte sogar in einem anderen Hadith nach Abi Huraira, die Glocke gehört zu den Tönen des Teufels. Aber wenn die Glocke zu den... Die Glocke gehört zu den Werken des Teufels, aber bekommt seine Offenbarung in Form einer Glocke. Wie verrückt ist das denn bitte? Der Mohammed wusste gar nicht mehr, was er da sagt. Ist das zu fassen? Also in einem Hadith sagt er, die Glocke ist das Werk, das Instrument des Teufels. Aber bekommt seine Offenbarung in Form einer Glocke. Ding, 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 ding. Teuflischen Tönen gehört. Wieso hörte Mohammed sie, während er die Offenbarung empfing? Also wenn das teuflische Töne sind, wieso hört er die denn bei der Offenbarung denn? Wie er sagt. Was heftig. Kommen wir nun zum Gedächtnis. Was das Gedächtnis anbetrifft, finden wir eine große Menge an Hadithen. Unter anderem auch der Hadith nach Aisha, in dem sie den Gedächtnisverlust auf Magie zurückführt. Der Prophet wurde verhext, so dass es ihm schien, als etwas getan zu haben, was er in Wirklichkeit nicht tat. Habt ihr gesehen? Er wurde verhext und er hat Sachen sich vorgestellt, die er in Wahrheit niemals getan hat. Ich frage euch aus dem aufrichtigen Herzen, wenn Jesus sich Dinge vorgestellt hat, die er in Wahrheit niemals getan hat, und würdet ihr ihm folgen? Also der hat in Halluzinationen gelebt, oder was? Wie kann man dann Mohammed folgen? Sagt es mir bitte. Wie kann man jemandem folgen, der unter schwarzer Magie stand, nicht Herr seiner Sinne war, unter Kontrolle von Satan stand, der sich Sachen eingebildet hat und in Illusion gelebt hat? Was ist das? Das kann doch kein gesunder Mensch gewesen sein, Mann. Manchmal kommt es mir so vor, als rede ich gegen die Wand. Das prallt an die ab, das ist unglaublich, ne? Ihre Seelen sind denen sowas von egal. Kein normal vernünftiger Mensch würde an sowas denn glauben. Erinnert mich an Peter Pan. Ja, irgendwie schon, ne? Ab ins Niemandsland, oder was ist das, ey? Oder eher an Arabian Nights. Arabian Nights! Ich geh kaputt, einfach Arabian Nights, ey. Oh. Ich zeig dir mal, guck mal, wie es mir geht. Bomba, guck mal, wie es mir geht. Guck in den Spiegel und sag das nochmal, dieses Wort. Gott segne dich und deine Familie, du kriegst ein Stummschaltpaket. Wir machen auch direkt sein Lied für ihn an. Der Bomber, der braucht sein Lied. Warte, sein Lied kommt jetzt. Warte mal, wenn das das ist. Bomber! Bomba!
für dich. Bomba. Danke, danke dir. Cosinus, der macht direkt den Panda für dich an. Hast du gesehen, Bomba? Hier, guck. Bomba. Ich kann nicht mehr. Bomba! Auf Bomba sein Nacken, ehrlich. Bist auf Amir sitzt mit Glocken. Er bekommt seine Eingebung in Form von YouTube-Videos. Das kannst du nur so aushalten, wie ich das euch gesagt habe, ehrlich. Nur mit sowas kannst du das aushalten, was hier los ist. Komm hier rein, beleidigen, erzählen Quatsch über dich, fangen an zu rezitieren und so. Ja gut, dann gehen wir auf dieses Niveau herab und ich antworte dem Tore nach seiner Torheit. Ganz einfach. Machen wir den ganzen Tag so weiter. Da habt ihr auch noch mal ein bisschen Spaß daran. Freude! Freut euch! Jetzt habe ich voll ein Ohrwurm von der Bibel. Bomba! Bomba! Richtige Bomba, ey. Boah, mir ist richtig warm geworden. Die Latino-Bits, die haben es in sich, ja? Ja, fast mein Rückgrat wieder rausgekommen beim Lachen. Nicht Tat. Hören wir wieder weiter. Maße, dass er glaubte, er verkehre mit seinen Frauen, dass er aber in Wirklichkeit nie getan hat. Aisha sagte, es schien ihm, mit seinen Frauen zu schlafen, dies tat er aber nicht. Ist das Aisha sagt uns, dass Mohammed einfach in der Luft irgendwas gemacht hat, ne? Das ist Wahnsinn, ist das, Mann. Dr. Sheikh Abu Amir. Genau, liken, Leute. Likey. Sehr gut. Mach nochmal, Amir. Ja, hat dir gefallen, ne? Christina. Mach nochmal. Nein, wir sind doch nicht hier in der Disco, Mann. Das mache ich nur, wenn ein Muslim mir den Dings gibt, so mir den Pass zuspielt. Oder wenn er anfängt zu lügen oder sowas, ne? Dann kann man das direkt verwenden. Aber so, was haben wir eigentlich mit sowas zu tun? Wir lachen uns dann kaputt bei sowas. Ich brauche gute Laune. Ja, du bist doch hier bei Dr. Sheikh Abu Amir, hast immer gute Laune. Und außerdem, der Herr Jesus Christus gibt dir gute Laune. So sieht's aus. Ja, ohne Humor, ich würde das gar nicht aushalten, ehrlich Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Wer hält denn auch diesen Wahnsinn aus, ohne darüber zu lachen? Das ist unmöglich. Das ist so unmöglich, Leute. Ich habe euch ja gesagt, nur so hältst du das aus mit diesem ganzen Wahnsinn. Man muss das eigentlich weglachen.
1. Johannes 5,20, ja, ist auch einer meiner Lieblingsverse, ne? Die eindeutig die Gottheit des Herrn Jesus Christus uns zeigen. Euer Dr. Scherabo, wir kommen sofort wieder, ja? Leute, komm, die 200.000 voll machen. 3, 2, 1, jetzt! Alles mal 7. Sehr gut. Ihr seid die Heftigsten. Aber die Dokumentation ist schon Gold wert, ne? Die Dokumentation ist so Gold wert, ne? Die zeigt eindeutig, dass Mohammed nicht vertrauenswürdig war und er unter starken Epilepsie litt, ne? Beten wir für den einen oder anderen Muslim, ne, der das eventuell hört von außerhalb oder was, dass er sich Gedanken macht und selber auf die Suche geht, ne? So wie ich damals auch. So wie ich damals auch und das Ganze herausgefunden habe. Weil ein Glaube muss ja auch kritisch betrachtet werden. Wenn er dem nicht standhält, dann brauchst du gar nicht diesen Glauben anzunehmen. Er muss alle Kriterien erfüllen, damit man überhaupt den Glauben akzeptiert. Man kann ja nicht blind einfach irgendwas annehmen, ne, was man nicht vorher sich hingesetzt hat, sich die Zeit dafür genommen hat und das Ganze mal nachgegangen ist. Ne, wie ich euch das erklärt habe, du kannst doch nicht einfach sagen, nur weil du in irgendwas hineingeboren wurdest, dass das schon so die Wahrheit ist. Das ist doch Quatsch. Nein, man muss sich hinsetzen und versuchen herauszufinden, ob das wirklich die Wahrheit auch ist. Ja, und die meisten machen das halt nicht, ne? Wie kann man für Typen wie Joko und Hansi beten? Ja, was willst du machen? Auch die haben natürlich die Vergebung Gottes nötig, ne? Sie werden für alle Ewigkeiten verloren gehen, das wisst ihr ja, ne? Und das wünscht natürlich gar kein Mensch. Kein Mensch hat es verdient, eigentlich in die Hölle zu gehen, ne? Aber wenn es danach geht, dass die Menschen, ja, mit ihren Sünden von morgens bis abends, eigentlich hätten wir es alle verdient. So, hören wir weiter. Ging ihm mit seinen Frauen zu schlafen, dies tat er aber nicht. Ist das keine Halluzination, wenn einer denkt, etwas zu tun, was er in Wirklichkeit nicht tut? Er vergaß auch sehr schnell, was er für Offenbarungen erhielt. Heftig, ne? Was auf eine Verwirrung im Gedächtnis hinweist. Um sich zu erleichtern, brachte er einen Koranvers 87, 6 bis 7. Wir werden dich lesen lassen und dann wirst du nichts vergessen, außer dem, was Allah will. Für die Verwirrung der auditiven und visuellen Wahrnehmung fand ich viele Nachweise. Darunter die Aussage von Ibn Abbas, der Gesandte Gottes wohnte 15 Jahre in Mekka, wo er 7 Jahre lang Stimmen hörte und das Licht sah, wobei er aber nichts sah. Mohammed hatte also lange Zeit Lichter gesehen und Stimmen gehört. Dies sind visuelle Halluzinationen. Die ungewöhnliche elektrische Aktivität im Schläfenlappen verursacht, dass der Mensch hierbei nur Licht oder etwas Weißes sieht. Die Töne aber weisen auf auditive Halluzinationen hin, die ebenso durch die Wirkung elektrischer Aktivitäten im Schläfenlappen entstehen. Aus der Biografie Mohammeds erfahren wir, dass Mohammed bei der Notdurft sich weit weg von den Häusern entfernte, bis an den Stadtrand von Mekka und tief in die Täler hinein. Obwohl er vorbeilief, überall wo er vorbeilief, schrien die Bäume und Felsen, Friede sei auf dir, o du Gesandter. Also die Bäume und Steine begrüßen ihn dann mit Assalamu alaikum Mohammed.
Und als er dann seine Notdurft vollzogen hat oder sich entleert hat, hat der Boden sich geöffnet und seine Kacke gegessen. Weil die so wundervoll war. Heftig, ne? So heißt es in der Überlieferung. Er schaute sich um, rechts, links und hinter sich, aber sah nichts außer Bäume und Felsen. Er wusste nicht, dass die Stimmen auditive Halluzinationen sind, die durch elektrische Entladungen in seinem Gehirn entstehen. Mohammed selbst gab zu, Dinge zu sehen und zu hören, die andere nicht sahen. Er sagte, ich sehe, was ihr nicht seht und höre, was ihr nicht hört. In einem anderen Hadith sagte er, der Satan ging an mir vorbei, ich nahm ihn fest und erwürgte ihn. Ich spürte die Kälte seiner Zunge auf meiner Hand, während er schrie, du tust mir weh, du tust mir weh. Der Mohammed nimmt den Satan und würgt ihn. Und der Satan legt dann die Zunge auf die Handfläche von Mohammed. Du tust mir weh, du tust mir weh. Er sah eine Gestalt, er spürte Kälte und hörte eine Stimme. Dies alles war nicht real. Es waren nur durch seine Epilepsie hervorgerufene Halluzinationen. Dies bestätigen Epileptiker und Spezialisten auf diesem Gebiet. Wahnsinn, ne? In einer dokumentierten Begebenheit im Hadith sehen wir einen typischen Fall der Epilepsie, den Mohammed selbst erlebte. Wir lesen in Musnad Ahmed nach Ibn Abbas, dass Uthman eines Tages mit Mohammed zusammensaß. Plötzlich wirkt er abwesend und richtet seine Blicke woanders hin. Dann kommt er zur Besinnung und führt das Gespräch fort. Das ist genau, was Kranke mit diesem Epilepsie-Syndrom erleben. Dann merkte der Freund, dass Mohammed seinen Kopf rechts und links und nach unten bewegte. Seine Augen fingen an, nach rechts zu drehen und dann auf den Boden zu starren. Er sah so aus, als führe er mit jemandem ein Gespräch. Nachdem er seine Blicke wieder nach oben richtete, fragte ihn sein Freund, was es ihm widerfahren war. Das Seltsame ist, er wusste nichts davon und fragte selbst, was habe ich getan? Was ist geschehen? Der Freund antwortete, ich sah dich dies und jenes machen. Vor uns liegen nun zwei unterschiedliche Phänomene. Erstens, das linke Teil verursacht die Bewegung des rechten Teils. Die Bewegung der Augen nach rechts, die Fixierung des Kopfes auf dem Boden. Er hat alles vergessen. Er musste sogar seinen Freund fragen, was habe ich getan? Sein Freund sagte ihm, was mit ihm geschah. Der Mohammed hat sogar in einem Moment vergessen, was er gerade getan hat. Also er war überhaupt nicht mehr Herr seiner Sinne. Das ist absolut, das ist Wahnsinn. In einem Moment, das war nicht mal 10 Sekunden, 20 Sekunden oder was, hat er das vergessen. Das ist heftig. Er erzählte seinem Freund, ein Engel kam zu mir und ich redete mit ihm. Er sagte etwas auf Arabisch, ich weiß es nicht, ob dies ein Vers aus dem Koran war. Und dann ging der Engel hoch. Vergiss die kleinen Details. Du stehst hier vor einer Person, die unter Bewusstseinsverlust leidet, aber nicht in der Maße, die zu seinem Umfallen führt. So eine krasse Doku. Zu den Störungen, die durch Epilepsie verursacht werden, zählt auch eine sexuelle Störung. Anders berichtete zum Beispiel, der Prophet machte gewöhnlich die Runde bei seinen Frauen und besuchte sie alle in einer einzigen Nacht. Und sie waren an der Zahl 9 Frauen. Der Mohammed macht in einer Nacht eine Runde bei all seinen Frauen und dann wäscht er sich nur ein einziges Mal. Eine Körperwaschung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Frauen. An einem Abend. Und ihr wisst ja, zu der damaligen Zeit gab es ja noch nicht sowas wie
jeden Tag duschen und sowas, ne? Und er hat sich dann nur einmal so eine Körperwaschung danach gemacht. Das nennt sich Russel. Eine Körperwaschung, eine Ganzkörperwaschung. Er hat die Runde bei all seinen Frauen gemacht und sie waren 9 an der Zahl und hat sich nur ein einziges Mal gewaschen, steht in dem Hadith. Geisteskrank, ne? Deswegen hat Mohammed auch die gelbe Flüssigkeit gesehen im Vaginalbereich der Frauen und dachte, das wäre Spermien. Aber wenn du mal googelst, gelbe Flüssigkeit, Vagina, dann kommt da raus, dass sie Geschlechtskrankheiten hat. Heftig, ne? Ja, ihr könnt das ja selber für euch mal googeln. Gelbe Flüssigkeit vaginal. Und dann kommt das schon, da wird das schon direkt erklärt, ne, was das ist. Heftig. Unglaublich, unglaublich. Das kann doch kein Vorbild sein. Ein Vorbild, der seine Runde bei 9 Frauen macht, ist der beste Mensch der Welt. Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Heftig, Leute, Mann. Richtiger Bomber, ne? Bomber. Richtige Bomber. Wahnsinn, wir haben schon 215.000 erreicht, ihr Lieben. Das ist ja atemberaubend. Jehovah ist wirklich der Name Gottes. Ja, natürlich Yahweh. Jehovah, Yahweh, Adonai, Elohim. Das Tetragrammaton ist JHWH. Die Juden sprechen den Namen nicht aus, weil die sehr viel Ehrfurcht haben, ne, vor dem Gott. Die sagen Elohim, Adonai, Shaddai, El Shaddai, ne? Rafa. Baustein des
das alles zusammenhält in unserer DNA. JHWH, genau. Das ist so genial, ne? Immanuel, ja. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das ist der Name des Herrn Jesus Christus. Gott mit uns, Immanuel. Der Titel. Gott mit uns. Jehovah Rapha, genau. Da seht ihr mal, dass der Name Allah, das ist ja ein Eigenname. Allah. Al ist der Artikel, La ist der Mondgott aus Saudi-Arabien. Und Yeshua bedeutet, Yahweh rettet. Yeshua. Yahweh rettet. Der Name Jesus, also Yeshua auf Hebräisch, bedeutet Yahweh rettet. Yeshua. Die Muslime nennen ihre Kinder Elias. Das müsst ihr euch mal geben. Die Muslime nennen ihre Kinder Elias, obwohl Elias bedeutet, Yahweh ist mein Gott. Heftig, ne? Yahweh ist mein Gott. Elias ist ein schöner Name, natürlich. Aber unbewusst. Viele Muslime sind sich nicht bewusst und wissen nicht, dass der Name Elias bedeutet, Yahweh ist mein Gott. Elias, nicht Elias. El ist der Name Gottes. Ich krieg gerade einen Anruf, einen Moment. So, dann wollen wir mal weiter ran, ne? Und sie waren an der Zahl 9 Frauen. Ist dies normal? Weist dies nicht auf eine sexuelle Störung bei Mohammed hin? Ja, besonders wenn Mohammed dies im Alter von 60 Jahren tat. Die Erzähler erkannten dieses Problem, aber es konnte keine Erklärung gefunden werden. Sie behaupteten, Mohammed hätte eine sehr starke sexuelle Triebkraft. Anas erzählte in einem anderen Hadith, dass Mohammed die Runde bei seinen Frauen in einer einzigen Stunde machte, ob Tag oder Nacht, und sie waren 11 an der Zahl. Anas wurde gefragt, der hat in einer Stunde, gibt es eine Überlieferung, hat er 11 Frauen beglückt. 11 Frauen in einer Stunde? Was ist das für Überlieferung, Mann? Und das nennen die Heiligkeit? Das nennen die Ehrenhaft und Heiligkeit? Ja, sag mal, was ist denn hier oben noch? Ist da irgendwas noch hier oben bei euch, die ihr das auch noch gut findet? Ihr müsst euch mal vorstellen, die Muslime haben einen besseren Werdegang als ihr eigenes Vorbild. Das ist so für mich unvorstellbar. Ich bin sprachlos, ehrlich. Fassungslos, sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ein Mann, der ein 6-jähriges Kind heiratet, Dörfer angreift, dort die Frauen erbeutet, den Bauch sich von einem Mann küssen lässt, die Zunge in den Mund von einem Kleinkind steckt und 11 Frauen an der Zahl hatte und in einer Stunde mit ihnen schläft, ist der beste Mensch der Welt. Was ist dann der reine und heilige Herr Jesus Christus, der keine Sünde kannte? Das kannst du keinem erzählen. Die nennen sowas Heiligkeit, das ist Wahnsinn.
Dankeschön. Ja, kann mir das einer von euch erklären? Ist das Heiligkeit oder ist das Unheiligkeit? Unholy. Ich verstehe, wenn wir, ich verstehe, dass wir alle Fehler machen. Das ist ja so gar kein, nicht, eigentlich nicht der Rede wert, ne? Weil wir alle sündigen und alle machen und tun. Aber wenn die Muslime mir sagen, dass das der beste Mensch war, der je gelebt hat, was ist denn daran der beste Mensch? Kann mir das mal einer erklären? Ich habe zum Beispiel kein kleines Kind von 6 Jahren angefasst und sie geheiratet und bin 9 Jahren mit ihr geschlafen. Heißt das, dass ich ein noch besserer Mensch bin? Ich habe nicht Dörfer angegriffen, um dort die blonden Frauen zu erbeuten. Heißt es, dass ich ein ultra heftiger Mensch bin? Ich habe nicht den blanken Bauch von einem Mann geküsst. Heißt es, dass ich der ultra noch heftigere Mensch bin der Welt? Ich habe auch keine 11 Frauen. Das ist heftig, ey. Ich habe höchstens Garten Nigel, Garten Nigel. Ich bin der NPC-Sheikh. Das kannst du doch keinem erzählen, Gott, Nigel, oh Gott, Nigel. Das kannst du doch keinem erzählen, Leute. Die Muslime sagen mir, dass das der beste Mensch war, der je gelebt hat. Der beste Mensch, der je gelebt hat, Sadr al-Amin, der vertrauenswürdigste, der zu seinem Adoptivsohn nach Hause geht und von seinem Adoptivsohn die Frau ausspannt, ist der vertrauenswürdigste Mensch, den es gibt. Das kannst du keinem erzählen. Mashallah. Nacht und sie waren 11 an der Zahl. Anders wurde gefragt. Ich habe sowas noch niemals getan. Bin zum Kumpel nach Hause gegangen, habe seine Frau begehrt und sie ihm ausgespannt. Sowas habe ich noch nie getan. Heißt das, dass ich ein ultra heftiger, ultra, ultra brutaler Mensch bin? Der beste aller Zeiten? Mein Leben ist nicht sahih, deswegen. Ich mach aus meinem Leben sahih al-Amiro. Sei al-Amino, kommt und guckt in mein Buch. Bänder vollgeschrieben mit Sei al-Amino. Mit Aminovic. Sunan ibn Aminovic. Könnt ihr alle nachlesen. Inshallah. Hielt er dies aus? Anders antwortete, man sprach davon, dass er mit einer Triebkraft von 30 Männern beschenkt war. Allah hat ihm eine Triebkraft von 30 Männern geschenkt, damit er das schafft, diese 11 Frauen in einer Stunde zu beglücken. Triebkraft von 30 Männern. Das ist doch Wahnsinn. Die Araber in seiner Umgebung war dies so ungewöhnlich, dass sie fragten, ob er es aushalten kann, weil dies etwas nicht Normales für einen Menschen in seinem Alter war. Mehr noch. Er war 60 Jahre alt, ihr Lieben. Das ist ja das Heftige daran. Ein 60-jähriger Mann, der in einer Stunde 11 Frauen beglücken kann.
Was meinst du, was die Leute dem, wie die Firmen von Viagra würden dem Millionen und Milliarden geben, damit er sein Erfolgsgeheimnis ihnen preisgibt? Was benutzt du da? Einfach 11 Frauen! Der eine schafft's ja noch nicht mal Das ist krank! Das ist so krank! 11 Frauen! Heftig, richtiger Champion! Ich glaube nicht mal die Besten, der Top of the Top von diesen ganzen Drecksschauspielern, die in diesen Filmen, diese widerlichen Filme da machen, würden das schaffen. 11 Frauen? Das ist doch physisch gar nicht möglich. Wenn der Mann sich doch beim ersten Mal entleert, dann dauert das doch, glaube ich, sehr lange, bis er wieder produziert, bis die Hunde doch wieder produzieren. Das ist doch alles eine Lüge, Mann. Danke, Cousin. Das kannst du doch keinem erzählen, Mann. Das ist ein Schwindel, ist das, Mann. Das kann ich auch mit 11 Frauen. Ja, na klar, ey. Ich bitte dich, ey. Komm, hör auf mit dem Quatsch. 11 Frauen in einer Stunde? Es ist doch physikalisch unmöglich, 11 Frauen in einer Stunde. Wie schnell kurbelt die Produktion denn bei ihm an? 5 Minuten Tarin oder was ist das? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen oder was? Ist ja genauso, als würdest du diese Suppe machen für 5 Minuten und dann. Ist das krass, ey. Leute, wollt ihr mich veräppeln oder was? Wie kann man denn sowas noch ernst nehmen? 11 Frauen in einer Stunde. Er hat alle Grimmitsch benutzt. 500 PS. Viel Eiweiß zu sich genommen. Ja. All das hilft auch nicht. Danke. Das ist Wahnsinn. Nee, ich glaube nicht, dass sie das selber glauben. Ich habe keine Ahnung. Aber die Hadithe sind da aus Bukhari und Muslim, ne? Weil dies etwas nicht Normales für einen Menschen in seinem Alter war. Mehr noch, er hatte Frauen überall, jederzeit und in jedem Alter begehrt. Eines Tages sah er plötzlich eine Frau. Daraufhin ging er zu seiner eigenen Frau Zainab, während sie arbeitete, schlief mit ihr und ging wieder. Da mit seinen Freunden. Eine Frau läuft vorbei. Er allein begehrt sie, seine Freunde aber nicht. Hängt das? Jetzt geht's wieder. Es ist jetzt wieder in Ordnung, ihr Lieben. Ja, okay. Also der Bruder Rashid erwähnt gerade eine Geschichte, die sich in den Hadithen befindet, authentisch überliefert, bei Bukhari und Muslim, dass eine Frau, also der Mohammed war da mit seinen Kollegen so am Sitzen, eine Frau geht an ihn vorbei, keiner von ihnen hat diese Frau begehrt, außer Mohammed. Der wurde natürlich sehr, sehr erregt durch diese Frau. Und dann ist er nach Hause gelaufen zu seiner Frau Zainab,
und hat es mit ihr gemacht, so heißt es im Hadith, und dann ist er wieder zurückgekommen zu seinen Freunden und hat, guck mal jetzt, was hier passiert. Er geht sofort zu seiner Frau, während sie an einem Stück Leder arbeitet. Sie ist gerade am Arbeiten. Er stillt seine Begierde, dann geht er wieder raus, um sich... Er sieht also, dass seine Frau da gerade etwas am Arbeiten ist. Der geht dahin, macht es mit ihr so oder haut er wieder ab? Sure 2223. Geht zu euren Frauen wie ein Saatfeld, wann immer ihr möchtet. Merkt ihr jetzt? Wie Muslime Frauen sind, wie ein Saatfeld. Nichts anderes. Nur um die Bedürfnisse des Mannes zu stillen. Ganz schnell, also der rennt los zu seiner Frau, Zeynep zu der damaligen Zeit, macht es ganz schnell und haut er wieder ab. Geht zu eurem Saatfeld, wann immer ihr wollt. Sure 2223. Weiter bei den Freunden, mit den Freunden zu unterhalten, als ob nichts geschah. Und dann redet er wieder so, als wäre nichts passiert. Genau, Sure 2223, genau. Da. Heftig, ne? Der rennt, der sieht also diese Frau vorbeilaufen, während er mit seinen Kollegen am Quatschen ist. Und dann guckt er so, wer bist du denn? So, mein Gott, die macht mich ja wahnsinnig. Und dann läuft er los, der Mohammed, läuft er los zu seiner damaligen Frau Zeynep. Das ist das geisteskrank, Mann. Was soll denn die Weisheit dahinter sein? Ja, aber das Schlimmste ist, Mohammed hat doch den Frauen befohlen, sich zu verhüllen. Ein Stück Stoff macht ihn auch wahnsinnig, oder was? I got five on it. Das Lied müsste auch eigenständig eingeblendet werden. I got five on it. Ja. Das ist doch heftig, ist das doch. Playlist wird immer länger. Ich sag doch, das ist eine never ending story, ehrlich. Das hat doch gar nichts mehr mit einer Religion zu tun. Das ist doch so ein Personenkult oder was ist das? Ist das nicht so ein Personenkult? Was interessieren uns denn solche Geschichten über einen Mann, der kaum seine Begierden unter Kontrolle hat? Und dann losläuft mit seiner Frau oder schnell den Akt vollzieht und dann wieder zu seinen Kollegen läuft und so tut, als wäre nichts gewesen. Was ist das, Mann? Komm, ihr Lieben, 250.000, 3, 2, 1, jetzt alle zusammen. Jetzt alles mal 7. Jetzt. Bitches and Cream. Das sind die Hits, die greatest Hits. Hören wir mal weiter. Was geschah? Das ist sicherlich eine sexuelle Störung, mit der der Mensch die Beherrschung über seine Begierde verliert. So etwas ist einem, der behauptet, religiöser Führer zu sein, nicht standesgemäß. Selbst eine normale Person würde sowas wohl kaum tun. Wenn er eine Frau sieht, eilt er zu seiner Frau, um mit ihr zu schlafen, dann kehrt er zurück. Wer würde das von uns machen? Ich würde doch nicht auf den Gedanken kommen, wenn ich so eine Frau sehe, sofort nach Hause zu jumpen und dann auf einmal mich dazu zu entleeren. Was ist das denn bitte? Ist das ein normales Verhalten? Diese unbeherrschbare Begierde war der Anlass für viele Hadithe, darunter die Augen zu ziehen, um dann mit mir zu verkehren, während ich in der Menstruation war. Unglaublich. Aisha berichtete, er befahl mir, dass ich etwas unter meine, also etwas über meine hier Vulva ziehe, damit er das Blut nicht sieht, der Mohammed. Und er hatte mit mir geschlafen. Guck dir das mal an, was diese Frau übermittelt.
dass die sich nicht schämt, diese die Kindsfrau von Mohammed sowas zu übermitteln. Ist das zu fassen? Selbst da hat er sich nicht unter Kontrolle bei den Regelblutung. Ist das heftig? Ist das krass? Das findest du auf YouTube, das Video. Das heißt, Mohammed im Lichte der Medizin und Wissenschaft. Das ist ein Meisterwerk. Die Dokumentation ist ein Meisterwerk. Unangefochten. Unantastbar, diese Dokumentation. Obwohl er dies nicht nötig hatte, da er andere Frauen hatte. Selbst während des Fastens tat er dies. Aisha sagte, der Prophet hatte geküsst und verkehrt, während er fastete. Und war unter... Die Muslime dürfen bei Ramadan überhaupt nicht Verkehr haben, ne, während des Fastens. Mohammed durfte alles. Er küsste und hatte sein Glied unter Kontrolle und alles mögliche. So berichtet das Aisha. Euch, der am meisten sein Glied, also seine Begierde, beherrschte. Dr. Sadrian erklärt uns die Auswirkung des Schläfenlappensyndroms auf das sexuelle Verhalten. Du siehst eine Person in diesem Alter, die nach all diesen Problemen und so weiter eine Frustration erleben sollte. Besonders nachdem er Khadija verloren hatte, das größte Ereignis für ihn. Wir sehen ihn danach zwei Frauen gleichzeitig heiraten. Im selben Jahr. Ich bin mir darüber nicht sicher. Du weißt es besser. War es im selben Jahr? Ja, es war im selben Jahr. Das Jahr der Trauer. Heiraten mit zwei Frauen im Alter von 50 Jahren? Für jemanden, der bis zu seinem 25. Lebensjahr nicht geheiratet hat, weil er es auf eine richtige Art tun wollte, ist dies ein abnormes Verhalten. Dies führt uns zu meiner vorherigen Aussage, dass die Stimulation dieses Teils im Gehirn dazu führt, dass man die Beherrschung über seine Sinne verliert und somit auch über seine Triebe. Aufgrund der Medikamente finden wir diese übermäßige Sexualität bei den Kranken nicht. Maßgebend ist nun, dass es eine Veränderung im sexuellen Verhalten gab. Dies ist ein weiteres Siegel. Das sexuelle Verhalten Mohammeds wurde gestörter, je älter er wurde. Wir hören nichts von seinen sexuellen Abenteuern in seiner Jugend, aber je älter er wurde, desto stärker wurden seine Triebe und somit auch seine Begründungen dafür. Dies alles zählt zu den Symptomen einer Schläfenlappenepilepsie. Es folgten weitere Eheschließungen. Er heiratete sogar die Frau seines Adoptivsohnes Zaid. Die Begründung für die Adoption natürlich. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Mohammed hat eine sehr, sehr wundervolle Tat, dass Kinder, die nicht mehr gewollt werden, durch Adoption eine Familie bekommen und auch ein warmes Zuhause, hat Mohammed verboten, indem er dadurch die Scheidung verursacht hat, sie zu begehren, die Frau von Zaid zu begehren. Weil er sie haben wollte, haben die Leute dann angefangen zu tuscheln, haben gesagt, guck mal, der nimmt die Frau von seinem Adoptivsohn zu sich und heiratet sie. Und dann kam natürlich Allah und hat die Adoption verboten, das war Mohammed selber. Warum sollte denn Gott eine wundervolle Tat denn verbieten? Durch Mohammed sind da sehr viele Millionen von Kindern, arme, weise Kinder, die kein Zuhause bekommen. Weil es im Islam verboten ist, Waisenkinder aufzunehmen. Du darfst niemanden adoptieren, weil der Koran das verboten hat. Aufgrund, weil Mohammed die Frau seines eigenen Adoptivsohnes begehrt hat. Wie kann man an so ein Buch überhaupt glauben, Mann? Das ist nicht das Buch Gottes, Mann. Das ist von einem Menschen für einen Menschen. Von einem Mann für einen Mann. Das hat nichts Göttliches, Mann. Nichts. Gar nichts.
Und stellt euch mal vor, Mohammed tut niemals etwas aus sich selbst heraus. Sure 53, Vers 1 bis 3. Er macht nur das, was Gott ihm sagt. Das heißt, Allah wollte, dass er diese Frau ausspannt. Gott wollte, dass er ein 6-jähriges Kind heiratet. Gott wollte das nachlesen, dass das, was Mohammed da macht, niemals aus sich selbst ist, sondern das, was Gott ihm sagt. Das tut er. Wahnsinn, ne? Versteht ihr jetzt, warum man die Person Mohammed ablehnen muss und warum Jesus Christus uns gewarnt hat vor ihm? Denn in der späteren Zeit kommen falsche Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Unglaublich, ne? Verbieten wollte. Er könnte die Adoption natürlich auch durch einen Koranvers und ohne die Eheschließung mit der Frau seines Ziehsohns verbieten. Nicht nur das, er forderte von einem kleinen Mädchen namens Al-Junya, sich ihm zu schenken. Im Hadith steht darüber geschrieben, dass nach seiner Ankunft an den Ort Al-Shud ihm Al-Junya und ihre Amme gebracht wurde. Er sagte zu ihr, schenk dich mir. Im heutigen Sprachgebrauch heißt dies so viel wie, lass uns Sex machen. Sie erwiderte, schenkt sich eine Prinzessin einen Bürgerlichen? Ihre Worte provozierten Mohammed so, dass er sie mit seiner Hand schlug. Heftig, ne? Mohammed hat eine Frau mit seiner Hand geschlagen. Er sagt zu dieser Frau, zu dieser Prinzessin, er hat dann wieder ein Dorf auseinandergenommen und zu dieser Prinzessin gesagt, schenk dich mir, komm, lass mal miteinander Verkehr haben. Da hat die gesagt, wie sollte sich eine edle Dame wie ich, danke Cousin, Gott segne dich einfach wieder uns alle, wie sollte denn eine edle wie ich mit so einem Bürgerlichen wie dir was machen? Und da war der sauer und hat die Frau eine Rückhand verpasst. Hat sie geschlagen. Ist das der beste Mensch der Welt? Ist das der beste Mensch der Welt? Laut Google, ja. Unfassbar. Unfassbar. Galater 1,8. Wenn wir oder ein Engel euch im Himmel etwas anderes als Evangelium verkünden, der sei verflucht. Der sei verflucht. Siehst du, wie das Puzzle Stück für Stück Formen annimmt und man erkennt, dass Mohammed niemals ein Prophet war, dass der Koran nicht göttlich ist, dass der Islam nicht die Religion Gottes ist? Sobald man sich damit intensiv beschäftigt, kommt dieser ganze Wahnsinn zum Vorschein. Und dann kriegen die Muslime natürlich einen erheblichen Zweifel am Islam. Viele verlassen ihn und viele verlassen ihn im Stillen und einige trauen sich das dann auch so zu äußern, so wie ich und alle anderen auch, die ja dies wagen, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Versteht ihr? Damit andere Muslime darauf aufmerksam werden und sich Gedanken darüber machen. Man kann die Person Mohammed absolut nicht als Vorbild nehmen, absolut nicht als vertrauenswürdig, absolut nicht als Propheten akzeptieren, gar nichts, nichts. Tut mir leid, ich habe gerade keinen Cut-Night-Joke gemacht, weil ich mich gerade in Rage geredet habe. Sonst, beim Hut kommt immer Cut-Night-Joke. Beim Hut kommt immer der Cut-Night-Joke. Aber das musste mal gesagt werden, ehrlich. Das musste gesagt werden. Amir, ich hab endlich ein Bild von Allah gesehen. Jemand hat ein Bild gepostet. Ja, es gibt einige Bilder im Internet, die Allah zeigen. Ne? Schlug.
Dies ist das Niveau, das das Sexualverhalten Mohammeds erreichte. Im Koran kam dann auch noch ein Vers, der seine Triebe bestätigte. Dieser Wahn, der mit Koranversen bestätigt wird, veranlasste Aisha, einen gewagten Kommentar an Mohammed bezüglich dieser Verse zu richten. Also der Mohammed hatte so viele Frauen, wie es nur geht, und Gott hat ihm diese Legitimation gegeben, mit so vielen Frauen zu verkehren, vorausgesetzt, dass er es will. Und dann auf einmal kamen die in Scharen zu ihm, um sich ihm anzubieten. Und der Mohammed hat dann so Qual der Wahl hatte er dann. Hat er sich die genommen, hat er gesagt, nee, du gefällst mir nicht, die hat er genommen. Ah, du weg, da, komm mal her. So. Kennt ihr dieses, wie heißt das Spiel? Komische Flirt, wie heißt diese Serie? Flirtsendung auf Sat 1 oder Kabel 1 oder wo gibt's das? Wo diese ganzen Frauen in einer Reihe stehen und dann den Typen dann entweder wollen oder nicht. Aber das ist genau andersrum. Die ganzen Frauen wollen ihn, aber er sagt, dich will ich und dich will ich nicht. Take me out, genau. Take me, baby, baby, take me, yes. Ja, take me out, genau, das ist das, ja. Das ist krass, ne? So könnt ihr euch das vorstellen. Oder The Bachelor, ja, The Bachelor, ja. Noch besser, The Bachelor. Da ist also ein gut aussehender Typ, so ein Alpha-Tier, der dann auf einmal die ganzen Frauen ihn begehren. Ist das krass? Einfach The Bachelor. Und dann sagen die Muslime zu mir, ja, was für ein Vorteil hätte sich denn Mohammed damit erschleichen können, wenn er nur vorgibt, ein Prophet zu sein? Ist das krank? Das kannst du keinem erzählen. Bezüglich dieser Verse zu richten. Sie sagte, als Allah die Worte herabsandte, du kannst abweisen oder bei dir aufnehmen, wen von den Frauen du willst, Sure 33, 51, sagte ich, also Aisha, was sagt Aisha? Ich sehe, dass dein Gott sich eilt, deine Begierde zu erfüllen. Mohammed Sexplan. Sie hat ihn so vernichtet, als Aisha gesagt hat, ich sehe, dass dein Herr sich beeilt, deine Triebe zu erfüllen. Weil Mohammed auf einmal die ganzen Frauen kam und die so, was ist denn hier los? Alles nur Show. Alles nur erlogen und erstunken und erlogen. Das ist das. Alles eine Riesenschwindel. Ein Riesenschwindel der Islam und der Koran. Ein Riesenschwindel. Wer im 21. Jahrhundert mit dem Internet den Islam annimmt, der hat sie nicht mehr alle. Das garantiere ich euch. Kriegt ihr Briefe und Siegel da drauf. Wer sich im 21. Jahrhundert bewusst für den Islam entscheidet, obwohl er das Internet zur Verfügung hat, um nachzuschlagen, wer Mohammed war, was die Ursprünge des Islams ist, wo diese Religion herkommt, wer Allah ist, der hat sich geäußert. Bewusste Entscheidung. Im 21. Jahrhundert, wo wir die größten Bibliotheken haben, das Internet zur Verfügung haben, alles nachschlagen können, alles nachlesen können. Unvorstellbar. Mohammed Sexwan, der in Verbindung zu seiner Epilepsie steht, erklärt uns vieles. Er erklärt uns, wie Mohammed den Ehemann, den Vater und die Brüder von Safiya töten konnte und seine Begierde nicht beherrschen konnte. Stattdessen verkehrte er mit Safiya in derselben Nacht, als sie in tiefer Trauer über den Verlust ihrer Liebsten versunken war. Dieser Wahn... Unglaublich, ne, ihr Lieben. Der Mohammed hat ein ganzes Dorf namens Khaybar auseinandergenommen, oder Quraysa. Banu Quraysa oder die Khaybar.
einen von den beiden Stämmen, muss ich nochmal nachschlagen. Und da hat er die Saphir am gleichen Abend mit in sein Zelt genommen. Und der hat den Mann von Saphir, Kinana Arrabi hieß der Mann, er hat ihn gefoltert, den Mann von ihr, um das Geld aus ihm rauszuquetschen. Der war auch der Schatzmeister, gleichzeitig der Schatzmeister dieses Dorfes, dieses jüdischen Dorfes. Und Mohammed hat einfach von ihm sein Oberteil ausgezogen, er war nackt, haben die dort gefesselt und dann haben die ein Feuer auf seiner Brust entfacht, bis er fast tot war, um das Geld rauszuerpressen. Mafia-Methoden. Haben gesagt, wo ist der Schatz? Und dann hat er gesagt, wenn ich gleich da an diesen Grabungen, da kam so ein Muslim ein Muslim kam dann, hat gesehen, ich hab ihn immer dort in der Ecke sehr oft gesehen, da am Hügel oder was, ne? Und da hat er gesagt, wenn wir dort den Schatz finden, und du hast uns gerade gesagt, dass du den Schatz nicht, dass du nicht weißt, wo der Schatz ist, werden wir dich Nackentherapie verpassen. Ja. Und dann haben die einen großen Teil des Schatzes gefunden und dann haben sie ihn. Das könnt ihr alles nachlesen in dem Buch von Al-Waqidi auf der Seite 708. Al-Waqidi auf der Seite 708. Ist hier jemand am Rumtrollen oder was? Ja, ich glaube, der Cosinus hat sich schon darum gekümmert. Ich sehe das hier. Cosinus hat vor 5 Minuten stumm geschaltet. Cosinus heftigste. Ja, bekommt das mit. Also, ganz locker bleiben hier. Cosinus. Sehr gut. Der lädt auch immer viele, viele gute Videos, auch die ich immer speichere, falls ich die dann abrufe. Das ist sehr gut, dass du das immer machst. Das ist top. Cosinus Türsteher von Amir. Von Amir Stream. Die ist hier genauso und die anderen hier. Ja, wir müssen immer ein Gespür haben und immer den Sinn aktivieren. Hören wir weiter, ihr Lieben. Dieser Wahn erklärt uns, wieso Mohammed sich mehr als 4 Frauen erlaubte, während er die Zahl für die Muslime auf 4 beschränkte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Allah sagt im Koran, ihr Muslime, ihr dürft nur bis zu 4 Frauen heiraten. Mohammed steht über seinem Gott und er hat mindestens 13 Frauen gehabt. Er erklärt uns, warum er Sex mit Maria, der Koptin, auf dem Bett von Hafsa, seiner Frau, an ihrem Hochzeitstag hatte, so dass sie ihm mit den Worten tadelte: In meinem Haus und an meinem Tag tust du dies, o Gesandter Gottes. Das kann jeder von euch nachlesen, die Geschichte. Das ist Sure 66, Vers 1, Auslegung Tafsir al-Tabari, al-Qurtubi, al-Jalalain, ibn Kathir. Mohammed wurde beim Ehebruch erwischt und die Strafe war eigentlich dafür, ihn zu steinigen. Und dann haben die sich zusammengetan, die Frauen gegen ihn, und wollten ihn natürlich zur Rede stellen. Und dann kam Allah schon wieder mit einem wundervollen Vers. Und dann hat der Mohammed gesagt, nein, ich werde es nie wieder tun, ich werde nie wieder mit dieser Frau schlafen. Und dann kommt Allah und sagt, ey Mohammed, warum verbietest du dir eine Sache, die gut für dich ist? Geh und mach weiter. Sure 66, Vers 1. Schaut euch das bitte an. Sobald Mohammed in Bedrängnis kommt, hilft ihm sein Gott. Und das ist er selber. Das ist er selber. Merkt ihr das jetzt? Wer sich für den Islam bewusst entscheidet im 21. Jahrhundert, der hat alle Sinne in seinem Gehirn verloren. Alle Sinne. Alle Sinne. Sure 66, Vers 1. Tafsir al-Jalalain ibn Kathir al-Qurtubi al-Tabari. Alle erzählen uns die Geschichte. Auf einmal sein Gott, ne, kennt ihr ja, sein Gott muss ihm auf einmal aus der Patsche helfen. Unglaublich. Ab
Apache. Ja, genau, Apache helfen. Ich könnte mir doch nicht sagen, dass ihr das nicht herausgefunden habt an die Muslime, die mir zuhört. Wie unfähig seid ihr gemacht worden, euch selbst mal hinzusetzen, im Ganzen mal nachzugehen? Das ist für mich unvorstellbar, Mann. Sprachlos, ehrlich, ich bin sprachlos, wirklich. Apache bleibt gleich. Aber alle verändert sich, ja genau. Das ist krank. Apache bleibt gleich, genau. Ja, falls eure, ich weiß ja nicht, wer hier alles zuhört, falls eure Familienmitglieder irgendwie den Islam beigetreten sind, so könnt ihr ihnen das mal zeigen. Sag mal, was ist das denn bitte für eine Überlieferung? Und dann zeigt ihr den Tafsir von Al-Tabari, Al-Jalalain, Al-Qurtubi und Ibn Kathir. Und dann sagt ihr, guck mal hier, der Mohammed wurde beim Ehebruch erwischt und dann hat er sich rausgeholt aus dieser Sache, indem sein Gott gesagt hat, geh und mach weiter und schlaf weiter mit der Frau. Das ist so krank, ey. Geh, mach weiter, ich hab dir das erlaubt. Das kann doch nicht von Gott sein, da muss man doch aufwachen und denken, der Mann, diese Figur Mohammed ist sehr pragmatisch, sofort kriegt er Offenbarung, wenn er in brenzliche Lage kommt, auf einmal kriegt er sofort Offenbarung von Allah. Hey, kein Problem, ich sorge mich schon um meinen Propheten. Bei Gott übertreibst? Meinst du mich? Wo übertreibe ich denn? Unglaublich. Unbelievable, genau. Das ist krass, ne? Also ich übertreibe, indem ich sage, dass Mohammed von Allah die Lizenz bekommen hat, zum so viel sündigen, wie er will. Das ist unglaublich.
Ahmed, dein Bus klingt wie V8, natürlich. Da ist der Motor von TC drin. 1000 PS. Da ist nur der Motor von TC's Dings Auto da drin. Erzähl mal, wie Afrikaner auf ihn geritten sind. Ja, das ist jetzt ein Riesenthema, das ausgebrochen ist. Und einige Apologeten aus dem islamischen Bereich haben sich daran gewagt. Aber die haben nur diesen Wahnsinn nur noch schlimmer gemacht. Ich habe mich totgelacht. Der Rob Christian hat gestern ein Video wieder rausgehauen. Ich habe mich so kaputt gelacht. Wie diese Apologeten ihn auch noch bestätigen, ohne es zu merken. So verrückt. So verrückt, so verrückt, so verrückt. Genau, Band 1, Seite 399. Musnad Ahmad, Band 1, Seite 399. Genau, richtig. Sehr gut. Ja, very good. Ihr lernt sehr gut, ihr lernt schnell. Das finde ich super. Isnadus Sahih, korrekt. Die Überlieferungskette ist korrekt. Von Ibn Masud überliefert. Dr. Ali Sina sieht in der sexuellen Störung Mohammeds keine sexuelle Leistungsfähigkeit, sondern nur eine starke sexuelle Lust. Denn seine Fähigkeit war geschwächt in diesem Alter. Die Lust wurde stärker, die Fähigkeit aber schwächer. Dies erklärt uns, warum er in seinen späteren Jahren keine Kinder zeugen konnte, trotz den vielen Frauen. Dr. Sina verdeutlicht seine Aussage mit einem Beispiel. Als Maria, die Koptin, ihm seinen Sohn Ibrahim gebar, sagten die Menschen, aus seinem Bedürfnis nach einem Kind behauptete er, das Kind eines anderen sei seines. Als Mohammed Aisha fragte, ob sie eine Ähnlichkeit zwischen ihm und Ibrahim sehe, antwortete sie, ich sehe keine Ähnlichkeit. Daraufhin und nachdem sie sich die Gerüchte unter den Menschen vermehrten, reagierte Mohammed und schickte Ali, um den Cousin von Maria, der Sklavin Mabur al-Qibti, zu töten. Er befahl Ali, nimm dieses Schwert und eile zu dem Cousin von Maria und köpfe ihn, wo immer du ihn findest. Hätte Mohammed daran gezweifelt, wenn er keine Zweifel an seiner sexuellen Leistung gehabt hätte, hätte er die Bestätigung Aishas gebraucht, wenn es keinen Anlass zum Zweifel an seiner Leistung gegeben hätte. Heftig. Einfach nur brutal. Ich sag's euch, ihr Lieben. Einfach nur brutal. Schaffen wir das, ihr Lieben? 300.000? Let's go! Ihr seid die Heftigsten. Wollten Sie sich sagen, ja. Ich weiß nicht, wie lange der noch bleibt. Wie lange der noch bestehen bleibt, ne? Ihr wisst ja, TikTok ist natürlich sehr heftig geworden. Klar schaffen wir.
Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Möge der Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen, wirklich immer für einen da sein, auch in schwierigen Zeiten, in guten Zeiten, egal, in allen Belangen eures Lebens, immer für euch da sein. Ich bete für jeden Einzelnen von euch. Komm, lass uns ein bisschen zusammen beten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich bete zu dir, Herr, und danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass ich diese Gunst der Stunde jetzt nutzen darf, Herr, um dich zu loben, preisen und zu ehren und deinen heiligen Namen vor allen Menschen zu verkündigen, Herr Jesus Christus. Du bist das Schönste, was diese Welt jemals hervorgebracht hat. Wir kommen immer mit all unseren Fehlern, all unseren Schwächen und all unseren Sünden zu dir, Herr, und bekennen unsere Schuld, Herr Jesus Christus. Denn du hast gesagt, derjenige, der ohne Schuld ist oder sagt, dass er ohne Schuld wäre, der ist ein Lügner, Herr. Und wir wollen natürlich keine Lügner sein, Herr. Wir kommen mit all unseren Fehlern, all unseren Schwächen, all unseren Sünden zu dir, Herr, und legen sie bei deinem Thron ab, Herr, an dem Kreuz, am Kreuz, Herr Jesus Christus, da, wo alles bezahlt wurde, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass du ein wundervoller Gott bist. Genau das Gegenteil von Religion machst, Herr. Dass wir aus Gnade leben dürfen, Herr Jesus Christus. Dass wir ja Tag ein, Tag aus auch unser Kreuz auf uns nehmen, Herr. Und auch in Kauf nehmen, dass wir Spott erleiden. Und ja, gegebenenfalls auch den sozialen Tod sogar erleiden müssen. Aber es ist kein Problem. Herr, für dich leben, weben und sterben wir, egal was wir in unserem Leben tun und wie lange das noch so geht, Herr. Wir danken dir einfach von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass wir ja, ein Dach über dem Kopf haben, dass wir gesund sind, dass wir Essen zu Hause haben, Herr. Und ich bete auch für jede einzelne Seele, die hier drin ist und das hört, Herr, dass du ihre Augen öffnest, Herr, dass du sie weiterhin segnest. Dass sie vollkommen wird in deiner Gnade, in deiner Liebe, Herr. Dass du deine Liebe in unserem Herzen ausgießt, wie du es immer machst. Und wir Tag ein, Tag aus weiterhin mit dir leben, Herr. Wir beten auch für unsere Geschwister, für Palästina auch, für Israel. Dass die Menschen, die dort Leid erfahren, Herr, dass du Trost schenkst, Herr Jesus Christus. Auf beiden Seiten heraus, Herr. Dass du für beide Seiten da bist, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, dass du viele Augen öffnest und ja, einfach die Menschen zu dir führst, Herr. Denn unser größter Wunsch ist, dass die Menschen gerettet werden, Herr. Und es gibt nur einen, der rettet, und das bist du, Herr Jesus Christus. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Danke, Dr. Sheikh. Danke, Valentina. Danke, alle. So, wie können wir ruhig schlafen oder nur für die eine Partei beten, während die andere Partei auch am Leiden ist? Also, was sind wir denn für Menschen, ehrlich? Das hat uns der Herr nicht beigebracht. Der Herr hat uns beigebracht, für alle zu beten und zu bitten in Flehen und Danksagungen und ohne Unterlass. Für alle Kinder beten. Möget ihr immer gestärkt werden durch die Gebete, ihr Lieben, ihr Wundervollen. Muss mal kurz telefonieren, einen Moment. So, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Möge der Herr euch das 10-Millionenfache zurückgeben. So, wir machen weiter. Hätte er die Bestätigung Raishas gebraucht, wenn es keinen Anlass zum Zweifel an seiner Leistung gegeben hätte? In den Hadithen und in der Biografie Mohammeds befinden sich genügend klare Anzeichen, die bestätigen, dass Mohammed an einer Krankheit gestorben war, die mit dem Kopf und insbesondere am Tag seines Todes ließ Anas glauben, dass die Offenbarung sehr häufig auf Mohammed herabkam. Er sagte, Allah setzte die Offenbarung an seinen Gefährten vor seinem Tod und bis er starb fort.
Am Tag seines Todes, und steht bitte auf folgenden Satz, war die Offenbarung am häufigsten. Anas sah die Intensität der epileptischen Anfälle am Tag seines Todes und glaubte, diese wären Offenbarungen. Wir aber und die Muslime wissen, dass Mohammed am Tag seines Todes nichts an Koranversen hervorgebracht hat. Wenn all diese Symptome der Epilepsie bei Mohammed zu finden waren, wie ist es zu erklären, dass er so ein Bild für den Koran hervorbringen konnte? Wie erklären wir die poetischen und ästhetischen Texte einiger Suren? Können Epileptiker Bücher schreiben? Können sie kreativ und schöpferisch sein? Können sie intelligente Führer sein? Die Hypergraphia ist ein weiteres Anzeichen für das Schläfenlappensyndrom. Menschen, die darunter leiden, sind in der Regel anfällig, viel zu schreiben. Manchmal schreiben sie Gedichte, manchmal ästhetische Texte. Ich habe in meinem Buch viele Menschen aus der Geschichte erwähnt, die unter dieser Krankheit leiden. High Biographia bedeutet hier viel Schreiben. Wenn wir zugeben, dass er analphabetisch wäre und nicht schreiben wüsste, dann war er dies in Form von mündlichen Aussagen im Kopf inspiriert, die er auch als solche wiedergab. Dies kann in zwei Fällen geschehen. Er hatte beides. Es geschieht mit einer Zwangsstörungskrankheit, wie du weißt. Vielschreiben ist ein Symptom der Zwangsstörung. Außerdem kommt die Epilepsie noch dazu. Dies plus das führt dazu. Aber warum das? Dies ist auf denselben Grund zurückzuführen. Es geschieht im linken Bereich des. Was? Ich habe geglaubt, eine Jüdin hat ihn ermordet. Eine Jüdin hat ihn vergiftet und er ist an dem Gift gestorben. Nichts durcheinander bringen. Er hat das Essen an Khaybar gegessen und dann ist er an diesem Gift, was er gegessen zu sich genommen hat, nach und nach durch daran dann verstorben. Ne? Schläfenlappen. Ein weiteres Anzeichen für das Schläfenlappensyndrom. Menschen, die darunter leiden, sind in der Regel anfällig, viel zu schreiben. Manchmal schreiben sie Gedichte, manchmal ästhetische Texte. Ich habe in meinem Buch viele Menschen aus der Geschichte erwähnt, die unter dieser Krankheit leiden. High Biographia bedeutet hier viel Schreiben. Wenn wir zugeben, dass er analphabetisch wäre und nicht schreiben wüsste, dann war er dies in Form von mündlichen Aussagen im Kopf inspiriert, die er auch als solche wiedergab. Dies kann in zwei Fällen geschehen. Er hatte beides. Es geschieht mit einer Zwangsstörungskrankheit, wie du weißt. Vielschreiben ist ein Symptom der Zwangsstörung. Außerdem kommt die Epilepsie noch dazu. Dies plus das führt dazu. Aber warum geschieht das? Dies ist auf denselben Grund zurückzuführen. Es geschieht im linken Bereich des Schläfenlappen, der eine sehr wichtige Aufgabe im hinteren Teil des Gehirns hat. Er unterscheidet die Menschen von Tieren, da er sie zum Sprechen befähigt. Das ist der linke Bereich des Gehirns. Wenn du einen Schlaganfall im linken Bereich bekommst, wirst du stumm. Wenn irgendetwas in diesem Bereich geschieht, wird dies zu sprachlichen Problemen führen. Dr. Korkut sagt, die Kranken der komplexen partiellen Epilepsie, CPS, sind zur Wiederholung in ihren Schriften geneigt.
Oft schreiben sie ein Wort oder einen Gedanken und wiederholen diese mehrmals. Einige Sätze werden zwanghaft wiederholt. Der Koran enthält sehr viele auffällige Wiederholungen. Wir untersuchen das Leben von Mohammed und fanden heraus, dass die Wiederholung nicht nur... Hört ihr mich? Das ist, glaube ich, eingefroren oder was passiert? Ja, okay. Das kam mir gerade so vor, als bleibt das so komplett stehen. Ich so, was ist das denn? Okay. Im Koran vorkommt, sondern dies ein Merkmal in seinen alltäglichen, normalen Gesprächen mit den Menschen war. Anas erzählt uns im Sahih Bukhari, wenn er den Gruß aussprach, dann dreimal. Also dreimal Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Und wenn er ein Wort sagte, wiederholte er es dreimal. Dreimal. In einem anderen Hadith. Der Mohammed hat eine riesen Affinität zu der Zahl 3, ne? Immer 3. Alles muss bei ihm dreimal sein. 3. Immer 3. 3, 3, 3, 3. Im selben Kapitel sagt Anas, wenn er ein Wort aussprach, dann gleich dreimal, damit es verstanden wird. Und wenn er zu Menschen kam, grüßte er sie dreimal. Wieso wiederholt er das Wort dreimal, damit die Menschen es verstehen? Begreifen die Menschen etwa nicht? Hier sehen wir einen Versuch des Erzählers, dieses Phänomen zu rechtfertigen. Aber die Wissenschaft bestätigt, Schläfenlappen-Epilepsie ist. Epilepsie-Patienten sind berüchtigt für ihre Kreativität in der Kunst und im Schreiben. Zu diesen zählt der große russische Romanautor Dostojewski, der auch der russische Apostel genannt wird. Er war bekanntlich an Epilepsie erkrankt, genau wie Mohammed. Die Symptome waren bei Mohammed im Alter von 5 Jahren erkannt worden, bei Dostojewski im Alter von 9 Jahren. Dann verschwanden die Symptome und kehrten wieder, als er 25 wurde. Er hat sich mit Mohammed verglichen und fand eine Ähnlichkeit zwischen Mohammeds Erlebnissen und seinen eigenen. So sagte er, ein epilepsiekranker Russe, der sehr begabt war in Sachen Schreiben, hat sich das Leben von Mohammed so betrachtet und hat darin sehr viele Gemeinsamkeiten gesehen. Wahnsinn, ne? Absolut krank, ey. Absolut Patriot. Israel. Ja, ich weiß nicht, keiner. Der ist doch nicht kreativ, ey. Ja gut, der ist kreativ in Bösen. Der ist ja, das werde ich nicht vergessen, als ich euch das abbefehlen habe lassen. Das ist unfassbar, ey. Ja, meine Frau, die braucht einen anständigen Wagen, am besten so ein BMW X5 oder so, oder Porsche Cayenne. Die muss einkaufen, Fall. Porsche Cayenne. Heftig, 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 ey. Die armen Muslime, die das auch noch glauben, ey, das ist so krass. Ja, es tut einem weh, ne? Es tut einem leid, dass es einige Muslime darunter gibt, die das auch noch so, die ihm da glauben. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, aber der macht seinen Propheten alle Ehre, ne? Wenn ihr mit mir reden wollt, dann müsst ihr mir erstmal Geld geben. Sura 58, Vers 12. Die würden mich alle als den größten Betrüger aller Zeiten abstempeln. Wenn ich sagen würde, Leute, wer hier reinkommen will, der muss mir aber erstmal 3 Löwen spendieren. Die würden sagen, guck dir mal an, der Arme, der verlangt Geld, damit sie mit dem reden. Schaut euch diesen Betrüger an. Aber bei Mohammed ist das gar kein Problem. Er ist der beste Mensch der Welt. Er ist der beste Mensch der Welt. Der beste Mensch der Welt. Verlangt Geld, damit man mit ihm redet. Das ist so krass. Ich musste gerade darüber nachdenken, ey. Der hat dann bestimmt so seine eigene GmbH gegründet, so. Das ist ja Wahnsinn, ey. Heftig. Wow.
Ähnlichkeit zwischen Mohammeds Erlebnissen und seinen eigenen. So sagte er, in seinem Koran bekräftigt Mohammed, dass er das Paradies und was darin ist, gesehen hat. Alle närrischen Intelligenten glauben, er wäre nur ein Lügner und Betrüger. Nein, er lügt nicht. Er war tatsächlich im Paradies während eines epileptischen Anfalls, unter dem er litt, wie ich auch. Habt ihr das gehört? Er war unter epileptischen Anfällen, selbst ein Epileptiker sagt das. Er war unter epileptischen Anfällen, so wie ich auch. So sieht's aus. Ein Epileptiker schaut sich das Leben von Mohammed an und sagt, ja, das sieht sehr danach aus, dass er ein Epileptiker war. Ich weiß es nicht, wie lange dieser Augenblick dauert, ob Sekunden, Stunden oder Monate, aber seid gewiss, ich würde dies nicht mal mit den sämtlichen weltlichen Freuden ersetzen. Heftig. Einfach krass. Wenn Menschen fragen sollten, wie ein Epileptiker den Koran schreiben kann, dann werde ich ihnen dieselbe Frage stellen, wie ist es einem Epileptiker möglich, einer der größten Romanautoren der Welt zu sein? Wie kann er... Ein Epileptiker war, dieser Russe war einer der größten Romanautoren. Unter epileptischen Anfällen hat er natürlich die kreativsten Dinge aufgeschrieben. Heftig, ne? Mehr als 12 lange Romane neben vielen Kurzgeschichten, die in ihrer Größe und Vorstellungskraft um vieles mehr sind als der Inhalt des Korans. Der hat also weitaus viel heftigere Sachen geschrieben als der Koran und viel mehrere Bücher geschrieben. Und die Länge deiner Romane sind 10-mal mehr als der vom Koran. Boah, so offensichtlich, dass der kein Prophet war. Sehr gut, ja. So sieht's aus. Es liegt auf der Hand. Wenn jemand die Wahrheit sucht, er wird die Wahrheit finden. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ihr werdet das Ganze drumherum erkennen. Die Wahrheit und dann die Lüge unter der Wahrheit unterscheiden und ihr werdet zur Wahrheit kommen und zwar zum Herrn Jesus Christus. Der sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So sieht's aus. Ein aufrichtiger Mensch, der sich hinsetzt und dem Ganzen nachgeht, geht weg vom Islam und kommt zu Jesus Christus. Die amerikanische Autorin Yves LaPlante analysiert die Epilepsie in ihrem Buch Seist und erklärt von vielen großen Persönlichkeiten, die damit erkrankt sind. Sie sagt, die Epilepsie spielt bei der intellektuellen Kreativität und Kunst eine große Rolle. Diese Tatsache bestätigt ebenso der amerikanische Neurologe Paul Speer, indem er sagt, wenn ein Bereich des Gehirns in den ersten Stadien des Lebens beschädigt wird, so erhält der parallele Bereich auf der anderen Seite die Möglichkeit, ungewöhnlich zu wachsen. Was ist also die zusammenfassende Erkenntnis? Die Erkenntnis ist, dass es genügend Beweise in Bezug auf die Person Mohammeds gibt, die bekräftigen, dass er von der Schläfenlappenepilepsie betroffen war und dass die Symptome dieser Krankheit ihn sein Leben lang begleiteten, bis er starb. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich möchte Ihnen ein wichtiges Phänomen des Korans vorstellen. In seiner Entstehungsphase zwischen Mekka und Medina hat der Koran eine große Wandlung in der Art und Qualität seiner Verse erfahren. Die mekkanischen Verse zeichnen... Ja, der Koran ist ja in zwei Teile offenbart worden. Einmal zu Medina und einmal zu Mekka. Und als er in Mekka die Offenbarung bekam, da waren sie noch sehr, sehr poetisch und sehr, sehr schön ausgeschmückt, als wäre das von jemandem geschrieben worden, der so ein bisschen so Ahnung hat, wovon er redet. Und als sie dann medinesischen Suchen dann kamen, wurden sie immer von der Qualität
immer schrecklicher und schrecklicher und gewalttätiger. Guck mal hier. Sich durch einen gewissen gereimten, poetischen Gedichtstil aus und sind erfüllt von Gefühlen und kosmischen Betrachtungen. Es sind also mehrere Autoren im Koran verzeichnet, 100%ig. Es variiert und wechselt sich auch vom Schreibstil her. Wenn ihr euch den Urtext mal anguckt, die haben ja keinen gewissen Urtext der Muslime. Sie haben ja weder die Satzzeichen, sie können einfach Satzzeichen selber drauf machen. Da gab es mal so eine Dokumentation, die Verfälschung des Korans auf Arte. Da stand ein Imam vor so einem riesen Koran und dann schaut er sich den Koran mal, hat er sich den Koran mal angeschaut und hat gesagt, ich kann den gar nicht lesen. Er konnte den Koran gar nicht lesen, weil die Satzzeichen gar nicht dabei waren. Das war einfach so ein riesen Koran war das. Der steht im ägyptischen Museum, steht der. Die Dokumentation könnt ihr euch auch mal reinziehen, angucken. Da stand der also, hatte die Erlaubnis bekommen, sich das mal anzugucken. Und dann hat er einfach mal so rumgeblättert und dann sagt er so, hä? Aber ich kann das gar nicht lesen, das ist, kann man gar nicht deuten. Man weiß ja gar nicht, was dieser Satz jetzt bedeutet. Man muss also selber diese ganzen Satzzeichen bilden, damit man einen Satz bekommt. Das ist so krank, ne? Und sind erfüllt von Gefühlen und kosmischen Betrachtungen. Dies weist auch auf eine gewisse Ehrlichkeit in den anfänglichen Suren hin. Unter dem Druck seiner Frau und ihrem Cousin Waraka wandelte sich Muhammad von einem kranken Menschen, der seine epileptischen Anfälle zu verstehen versucht, zu jenem Menschen, der seinen Zustand ausnutzte, um sich als Prophet darzustellen. Als er Macht und Reichtum erlangte, verschwanden die Spuren der poetischen Gedichte vom Koran und seine medinesischen Koranverse wandelten sich von Dichtung in einfache Sätze, die auf nichts anderes abzielten, als Gesetze vorzuschreiben, Streite zu schlichten und sich mit den unstabilen persönlichen sowie politischen Zuständen zu beschäftigen. Dieser Wandel im Koran von Mohammed ist ebenfalls auf seine neurologische Erkrankung zurückzuführen. Ich habe von meinen Freunden, die Ärzte und sich in der arabischen Sprache setzen, auch einige Gaben kriegen. Aber haben einen. Was voran schön ist und sehr schön geschrieben ist, aber steht auch, wo schlecht. Desto schlechter wurde sie. Er besaß nicht. Hängt. Dein Internet ist in Nordkorea gelandet. Ja, ab und zu, man muss ja Kim Jong-un besuchen, oder nicht? Okay, weiter geht's. Mehr die schönen Verse, die er in Mekka hatte. So ging sie langsam herunter. Es traten mehr Probleme im linken Frontallappen. Er ist nicht mehr der eloquent, nicht mehr so gut wie früher. Du kannst nicht Surat al-Baqara mit der ersten Sura vergleichen, obwohl die arabische Sprache meine zweite oder dritte Sprache ist, kann ich den Unterschied sehr deutlich sehen. Was kann dazu führen, wenn nicht die Verschlechterung des linken Frontallappen? والعديد من مرضى صرع الفص الصدغي
Viele der Epileptiker behaupten, sie seien von Gott gesandt worden und hätten einen Auftrag zu erfüllen, oder sie seien Gott selber. Mohammed war also keine Ausnahme. Je älter er wurde, desto mehr Gesetze erließ er. Er war besessen von der Liebe zum Detail und religiösen Ritualen. Er war so extrem beim Verrichten des Gebets, dass er die Häuser über Einwohner verbrennen wollte, die sich weigerten, mit ihm zu beten, wie es in einem Hadith erwähnt wurde. Manchmal kann die Epilepsie die Tendenzen zur Gewalt und einer Veränderung in der Persönlichkeit hervorrufen. Dies erklärt auch, wie Mohammed zunehmend gewalttätiger wurde, je stärker seine Krankheit wurde. Aus seiner Kindheit sind keine Gewalttaten bekannt. Es ist auch nicht bekannt, dass er Vorlieben zu kriegerischen Handlungen oder zum Schwertkampf in seiner Jugend hätte. In den letzten Jahren seines Lebens aber nahm er intensiv teil an zahlreichen Kriegen und Raubzügen, was uns seltsam erscheint. Das Problem Gewalt begegnen wir jeden Tag. Dies gehört zum täglichen Leben. Nicht jedoch für einen moralisch-religiösen Menschen, der seine Frau verloren hatte und dies alles erleben musste. Der Geduld zeigt, wenn die Umstände dieses forderten und so weiter. Aber als er Nachfolger hatte, die seine Befehle Folge leisteten, verwandelte er sich, wie auch andere Menschen der Menschheitsgeschichte, zu einem Massenmörder. Mörder? Okay, ich will nicht unhöflich sein, aber nun, was er tat, ist Folgendes. Er ließ einige Verhaltensweisen bei sich wachsen, die nicht zu seinem Alter passen und die nur bei Personen mit neurologischen Problemen zu finden sind. Einige waren schlechte Verhaltensweisen, die du nicht von einem religiösen Menschen und Moralprediger erwartest. Du kennst ja die Dinge, die er im Krieg tat. Peinigen, Morden. In der Tat hat er selber Menschen ermordet. Zu den Nebenwirkungen der Ich fand eine andere Störung in seinem Charakter. Im Islam gibt es viele Rituale, genaue Angaben, wie du beten sollst, dreimal. Die Zahl 3 ist sehr wichtig für Mohammed. Alles muss dreimal geschehen. Wasche deine Hand dreimal, wasche dein Gesicht dreimal. All diese Rituale und wie du sie auch praktizierst, hat kein spirituelles oder Reinheitswert und hilft nicht bei der Kommunikation mit Gott. Da sind Menschen, die nicht wissen, was sie sprechen, und trotzdem wiederholen sie es als Ritual. Dies ist Zwangsstörung und kein Gebet. Alles, was Muslime tun, ist eine Kopie der psychischen Störung Mohammeds. Es muss ein Gespräch geben mit Gott, wie wir es jetzt miteinander tun. Wenn du das Gespräch suchst, brauchst du diese Rituale nicht zu tun. Was bedeutet denn also diese ganzen Rituale? Nur die Zwangsstörung liefert die Antwort. Denn die, die unter Zwangsstörung leiden, legen Wert auf das Äußere und halten sich an Rituale und Zahlen fest.
Und so war auch Mohammed. Die Menschen, die unter Zwangsstörungen leiden, haben übertrieben und krankhafte Angstgefühle. Als Beispiel sei hier Mohammeds zwanghaftes Verhältnis zur Reinheit erwähnt. Er glaubte, dass die Teile des menschlichen Körpers, die bei der rituellen Waschung vor dem Gebet von Wasser unberührt bleiben, dem Höllenfeuer zur Qual ausgesetzt würden. Wie kann Gott jemanden quälen, nur weil zum Beispiel einige Tropfen Urin auf seinen Körper gelangten? Das ist das ja. Es gibt ein Hadith, in dem der Mohammed, also die laufen an so einem Grab vorbei und dann hören die das Geschrei von den Leuten, die im Grab sind. Und dann sagen die, oh Mohammed, was ist das? Er sagt, die werden gerade gequält im Grab. Die Qual des Grabes gibt's ja im Islam. Und dann, jetzt kommt die Antwort von Mohammed. Ja, warum werden sie denn gequält? Weil sie Tropfen von Urin in ihren Unterhosen hatten. Der Allah muss also somit das sadistischste Wesen sein, wovon man jemals gehört hat, wegen Urintropfen. Das ist krass. Urintropfen reicht aus, damit du im Grab gequält wirst. Das kannst du keinem erzählen. Dr. John hat es bestätigt. Ja, genau. Dr. John. Ja, Dr. John hat es bestätigt. Urin in der Unterhose ist nicht gut. Sonst wirst du gequält im Grab. Hier, mit TikTok-Mütze. Danke. Dr. John. Dr. Johnny. Sehr gut, Dr. Johnny. Johnny, la renta esta muy loca. Dr. Johnny. Mashallah. Dr. Scherer wird langsam wieder müder und müder. Ich komme jetzt gleich wieder einen Moment. Kein Rückzug, kein Aufgeben. The story of the flying shin, yes. Das ist heftig. Was ist das denn? Haben wir fast die 350 geknackt? Komm, Leute. 3, 2, 1, jetzt alles mal 7. Die 350.000. Alles mal 7 jetzt. Alles mal 7. Typico auf die 500.000. Genau. Ihr Wundervollen. Urin auf seinen Körper gelangten. Wenn kein Wasser vorhanden ist, muss sich der Muslim statt mit Wasser zur rituellen Waschung Erde bedienen. Dieses Ritual ergibt keinen Sinn, außer für Mohammed selbst. Denn wäre die Reinheit das Ziel, so führe das Reiben mit Erde nicht zur Reinheit, im Gegenteil. Es führt zur zusätzlichen Unreinheit. Seltsam ist auch, dass der Mohammed hat gesagt, wenn ihr zur rituellen Waschung geht, wenn ihr kein Wasser habt, dann nehmt stattdessen Erde. Dann kommen die einfach wie so verdreckte Leute zum Gebet. Wenn es also darum geht, sich so reinzuhalten, was für einen Sinn ergibt das denn dann? Was ist das denn?
Ja, kennt ihr, wie die Muslime machen? Wir müssen uns wenigstens sauber machen bei Gebet, weil wir Respekt haben vor Gott. Ja, ja. Ich sehe, was für ein Respekt. Ihr kommt dann hin wie so Dreck, Leute. Voll mit Erde und voll mit was weiß ich was. Unglaublich, ey. Wenn ihr nichts anderes als Wasser findet, dann benutzt Erde. Wahnsinn, ne? So, kannst dich einreiben mit Erde. So, da hast du hier alles schwarz. Hier auch so. Unglaublich. Seltsam ist auch, dass der Muslim die Waschung wiederholen muss, wenn er Luft ablässt. Obwohl es keinen Zusammenhang zwischen dem Luftablassen und der Waschung von Körperteilen besteht. Wozu also die rituelle Mundspülung, wenn die Luft nicht durch den Mund abgelassen wurde? Dies bestätigt, dass diese Rituale bloße Zwangshandlungen sind. Mohammed tat sie, weil sie ihn psychisch von seinen Ängsten und Störungen befreiten. Leider wiederholen bis heute die Muslime Rituale und Wörter im Gebet und wissen nicht, dass dies lediglich die Symptome von Zwangsstörungen Mohammeds sind. Treten der Moschee mit dem rechten Fuß. Betreten der Toilette. Die betreten die Moschee mit rechtem Fuß, weil Mohammed das so gesagt hat. Sie gehen in die Toilette mit linkem Fuß und kommen mit dem rechten Fuß wieder raus. Das ist der Wahnsinn. Das hört sich alles nach Zwangsstörung an, ne? Mit dem linken Fuß. Aussprechen von einem Gebet vor dem Eintreten in die Toilette. Essen mit der rechten Hand. Dreimal ein- und ausatmen während des Wassertrinkens. Lutschen an den Fingern nach dem Essen. Schlafen auf der rechten Seite. Gott anflehen beim Niesen. Gottesschutz vor dem Bösen ersuchen beim Gähnen und so weiter. Die Liste ist lang. Mohammeds Zwangsstörungen sind bis heute ein Teil der Religion des Islams. Wahnsinn. Die Erkrankung mit dem Frontallappensyndrom führt zu einer weiteren psychischen Krankheit, der Paranoia. Zusammengefasst sind die Symptome der Krankheit folgende. Der Kranke neigt zu einem übertriebenen Misstrauen gegenüber jeglichem normalen Verhalten. Er sieht daran eine feindliche Einstellung gegen seine eigene Person. Er glaubt, man wolle ihn verfolgen und loswerden und dass die Welt sich gegen ihn verschworen hätte. Genau das hat er auch getan bei der Schlacht um Khaibar. Er hat also nach und nach die jüdischen Dörfer angegriffen, wegen Vermutung. Er dachte so, diese Leute hätten einen Komplott gegen ihn geschlossen. Er stand also unter Paranoia, weil der Engel Gabriel zu ihm gesagt hat, hey Mohammed, die Juden haben vor, dich umzubringen. Der Engel hat ihn also gewarnt. Und ihr wisst ja, der Engel ist ja der Feind, also dieser Gabriel, Jibril ist ja der Feind der Juden. Merkt ihr, wie das zusammenpasst? Dieser Jibril ist ein Dämon, den Mohammed begegnet ist. So heftig ist das Ganze. Wie düster das Ganze ist, das glaubt ihr gar nicht. Wie grausam und düster das Ganze ist, das glaubt ihr nicht. Die Wahrheit ist so brutal, ne? Was Mohammeds Leben anbelangt. Das ist so krass. Eine andere Begebenheit beweist noch deutlicher die Paranoia bei Mohammed. Es ist die Geschichte vom Raubzug des jüdischen Stamms Banu Nadir. Siehst du? Wie sie erzählt, dass die Juden vorhatten, ihn zu verraten oder zu töten, während er bei ihnen neben einer Mauer saß. Aber ich sag etwas und dann werde ich auf einmal bestätigt. Heftig, ne? Nur durch Vermutung hat er auf einmal angefangen, die Dörfer anzugreifen. Ah, okay, die wollen mich hier fertig machen. Ein Komplott gegen mich. Ja, ja, so Paranoia. Und dann kommt noch dieser Engel, der ihm auch noch etwas einflüstert. Ja, und dann hast du diesen Cocktail dann, ne? Giftcocktail. Wie wusste Mohammed von ihrem Vorhaben, wenn dieses im Geheimen geplant wurde und keiner davon wusste? Die Antwort liegt bei Mohammed. Der Himmel hätte ihm davon berichtet. Diese Geschichte beweist, dass Mohammed nichts an Beweisen besaß. Alles spielte sich in seiner Fantasie ab, aufgrund der Paranoia. Er fürchtete ständig die Menschen, insbesondere die Juden, dass sie planen würden, ihn zu töten. Siehst du? Er dachte die ganze Zeit, dass die Juden irgendwann einen Komplott gegen ihn starten würden. Obwohl das nie der Fall war. Die haben einfach friedlich da in ihren Dörfern gelebt.
einfach so krank. Zurück nach Medina und mobilisierte sich für den Krieg mit ihnen. Dann belagerte er sie 6 Tage lang. Mohammeds Krankheit war letztendlich, dass die Muslime veranlasste, Banu Nadir anzugreifen. Er hat sie belagert, vertrieben und ihre Palmen verbrannt. Er trieb sie von ihren Häusern aus und verteilte ihr Land und Besitz. Für die Muslime damals, aber auch heute noch, reicht die Verdächtigung Mohammeds aus. Es reicht ihnen die Behauptung... Heftig, ne? Der Mohammed reicht das aus, wenn er dich verdächtigt hat, dass du etwas gegen ihn hast, hat er dein ganzes Dorf auseinandergenommen. Nur durch Vermutung verdächtigen, so, ey, war sich nicht mal sicher. Das ist Wahnsinn, ey. Aus, dass der Engel Gabriel ihm einen Verrat offengelegt hätte. Siehst du, der Engel Gabriel? Dies reichte, um friedfertige Menschen anzugreifen. Seht ihr das, wie ich das gesagt habe? Der krankhafte Narzissmus könnte mit der Epilepsie zusammenhängen, besonders wenn wir die Tatsache in Betracht ziehen, dass die Epilepsie in einigen Fällen zur Selbstverherrlichung führt. Dies ist genau, was im Falle Mohammeds geschah. Er war bloß eine kranke Person und ein Waisenkind, glaubte aber, der größte Prophet der Geschichte zu sein. Nach der Encyclopædia Britannica ist der Narzissmus eine psychische Störung, die vom Schwelgen in Selbstliebe, auffällige Selbstbewunderung und das Bedürfnis, die Aufmerksamkeit und Bewunderung anderer auf sich zu ziehen, gekennzeichnet ist. Der Narzissmus ist eine Störung des Charakters und es dreht sich hier um Paranoia. Es ist das Bedürfnis dieser Menschen, andere von sich selbst und von ihren Fähigkeiten zu beeindrucken. Diese Menschen denken meistens, sie wären sehr wichtig und übertreiben bei der Schätzung ihrer Errungenschaften. Sie verlangen das Lob, selbst wenn ihre Leistung dies nicht verdiene. Es gibt 9 Merkmale, die sich in einer Person befinden müssen, um sie als Narzisst zu bezeichnen. Wenn du 5 dieser Merkmale besitzt, dann wirst du als Narzisst identifiziert. Bösartiger Narzisst. Lass mich diese 9 Merkmale vorlesen. Wenn der Mensch behauptet, er wäre groß und gibt großen Wert auf sich selbst. 2. Besessen von der Illusion seines unbegrenzten Erfolgs. 3. Die Überzeugung, dass er außergewöhnlicher Mensch ist. 4. Er erwartet eine übertriebene Bewunderung seiner Person und Furcht vor seiner selbst. Oder er verlangt Liebe und gutes Zeugnis. 5. Er fühlt sich würdig einer Sonderbehandlung. Er erwartet eine unlogische, begünstigte Sonderbehandlung und fordert die absolute Gehorsamkeit. Wahnsinn. Ohne dabei einen einzigen Nachweis für seine Ermächtigung. Ohne in Frage gestellt zu werden, merkt ihr das? Alles passt perfekt auf ihn. Vorlegen zu müssen. 6. Er ist ein ausbeuterischer Mensch, der die anderen für seine Zwecke ausnutzt. 7. Er ist frei von jeglichem Mitleid. Er kann und will nicht die Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen einsehen. Oh, ich krieg gerade einen Anruf. Einmal. So, weiter geht's. Anerkennen. 8. Er ist neidisch auf andere, wobei er denkt, die anderen wären auf ihn neidisch. 9. Er ist arrogant und besitzt hochmütiges Verhalten. Hochmütiges Verhalten. Kann sich nicht runtermachen. Ich fand, dass all diese... Er kann sich nicht runtermachen. Er denkt so immer, er ist der Beste. So, was der Herr absolut nicht mag. Was sagt der Herr? Dem Hochmütigen widerstehe ich, dem Demütigen gebe ich aber Gnade. Merkst du? Und Mohammed macht genau das Gegenteil. Das ist so krass. Eigenschaften in der Person Mohammeds zu sehen sind.
Es reichen 5 davon, dass man mit dem bösartigen Narzissmus diagnostiziert wird. Im Vers 40 aus der Sure 33 sagte, dass er ein Gesandter Gottes und der letzte Prophet ist. Okay, dies wissen wir schon, aber er weigert sich, den Beweis für diese Behauptung zu liefern. In Sure 33, 21 behauptet er, er wäre ein gutes Vorbild, also der Beste der Schöpfung. In Sure 2, 253 erhebt er sich über alle Propheten, Jesus und andere Propheten, unermesslich überlegen. In Sure 17, 55 behauptete er, er wäre der Auserwählte. In Sure 21, 107 behauptet er, er wäre die Barmherzigkeit Gottes für die Welten. Wenn du die Biografie Mohammeds studierst, siehst du, wie er gnadenlos Menschen überfiel und vernichtete. Wahnsinn. Er gab ihnen nicht mal die Gelegenheit zur Selbstverteidigung. So müsst ihr euch vorstellen, wie Mohammed war. Er hat sie alle in der Nacht angegriffen, damit sie sich nicht wehren konnten. So krass war er. Immer in der Nacht haben sie die Leute angegriffen, ein Dorf angegriffen, damit sie so schnell wie möglich dieses Dorf auseinandernehmen können. So barmherzig war der Mohammed. Das nennt man also Rahmat al-Alamin, den Barmherzigsten der Welt. Oh, was für eine Barmherzigkeit, Menschen ganz feige in der Nacht anzugreifen, so dass sie keine Chance haben, sich selber zu wehren. Toll, Rahmat al-Alamin. Ja. Er ist nur eine Barmherzigkeit. Wundervolle Barmherzigkeit. Eine ganz tolle Barmherzigkeit. Und dann haben sie Mohammed gefragt, ja Mohammed, was ist mit den nächtlichen Angriffen, die wir durchführen? Und darunter sind ja auch Frauen und Kinder, die sterben. Was ist denn mit denen? Innahum minhum, sie sind von ihnen, kein Problem. Das sind die Kuffar. Das genau, was die Hamas macht. Die Hamas, der Islamische Staat, das ist denen völlig egal, weil sie keine Empathie besitzen. Sie besitzen keine Empathie, Leute. Was habe ich heute gepostet? Guck mal hier. Heute Morgen, pass auf. Hier, hört euch mal an. Ist es nicht absurd, dass die Hamas offen zugibt, dass das Leben der Menschen in Gaza für sie nichts bedeutet? Oder zeigen sie sich selbst? Die Hamas, denen ist ihre eigene Bevölkerung völlig egal, weil sie sagen, 75% unserer Bevölkerung sind alles sowieso Flüchtlinge. Das ist denen egal, ob es Kinder darunter sind, völlig egal. Sie wollen an ihr Ziel kommen. Merkt ihr nicht die totale Vernichtung Israels? Da sie 500 Kilometer Tunnel gebaut haben. Warum haben sie keine Bunker gebaut für die Zivilisten? Wo sich die Zivilisten während der Bombardierungen verstecken können. Ne, das wäre doch wenigstens eine Gelegenheit zu zeigen, ja, wir sind doch für unsere Bevölkerung. Nein, nein, nein. Sie sind niemals für ihre Bevölkerung, nur für sich selber und ihre Triebe. Jetzt der Gründer von Hamas. Führendes Mitglied der Hamas, Musa Abu Marzouk. Was sagt er? Die Tunnel sollen uns Hamas vor den Flugzeugen schützen. Wir kämpfen aus den Tunneln heraus. Jeder weiß, dass 75% der Menschen im Gazastreifen Flüchtlinge sind. Es ist ihnen völlig egal, weil sie keine Empathie besitzen, genau wie ihr Vorbild. Merkt ihr, wie alles zu eins und eins zusammenpasst? Während wir auf beiden Seiten weinen und für alle Seitenparteien weinen und beten, sie denken nur an sich selber, empathielos. Und es liegt in der Verantwortung der Vereinten Nationen, sie zu schützen, nicht wir. Also andere sollen die Bevölkerung im Gazastreifen schützen. Schaut euch das bitte an. Deswegen verstecken sich auch die Hamas in Krankenhäuser, in zivile Häuser und sowas, weil die nicht wollen, dass die Israelis so Raketen da reinwerfen. Das ist so krank.
Das ist so krank. Und dann gehen die hier auf die Straße. Es ist unfassbar. Was für eine Manipulation, ne? Wie die Manipulation stattfindet, das ist so krank. Der Typ gibt das offen im Fernsehen zu, dass es denen völlig egal ist und dann auf einmal sowas. Warte ganz kurz, Danny. Die Hamas übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit der Menschen im Gazastreifen. Verantwortung für die Sicherheit der Menschen im Gazastreifen und setzt sie aktiv dem Risiko aus, durch den Bau terroristischer Infrastrukturen unter dicht besiedelten zivilen Gebieten, einschließlich Schulen, Moscheen und Krankenhäuser, seht ihr? Die Hamas legt keinen Wert auf das Leben unschuldiger Menschen im Gazastreifen. So sieht das aus. Sie legen keinen Wert auf unschuldige Menschen, für die ist es völlig egal. Völlig egal. Völlig egal. Empathielose Monster. Genau. Ja. Gottes Segen auch dir, Bruder Danny. Hört man mich? Oh. Ja, man hört dich nicht so gut. Ja, ich habe schlechten Empfang. Ja, das ist so schrecklich, ne? Das ist so grauenhaft, ne? Das ist wirklich heftig. Ich habe da Videos gesehen und die Muslime machen ja diese Unschuldsrolle immer, ne? So die, sie zeigen ja, ja genau. Gerne immer mit dem Finger auf die anderen, aber so was die ihre Leute machen, das ist dann immer, das ist dann in Ordnung, ne? Das ist okay. Das ist dann in Ordnung, genau. Heftig, ne? Und ich habe auch ein Facebook-Video gesehen, wo die da so ein israelitisches Kind genommen haben und du weißt nicht, was sie damit gemacht haben. Ich will das hier nicht aussprechen. Und warte mal, was die Muslime gemacht haben. Sie machen mit Kindern Nackentherapie. Ich will jetzt das nicht aussprechen, ne? Aber die haben, ja, ich sag es einfach mal, TikTok sportlich, die haben da die Kinder in einen Backo, ne, gepackt, lebendig. Das ist heftig, ne? Das ist heftig. Das ist heftig. Hast du gesehen, was die gemacht haben? Die sind mit palästinensischen Fahnen auf Gebäuden, haben ihre Fahnen und haben so Kriegsrufe gemacht, ne? Auch in Hamburg. Amel, das eskaliert hier richtig hier in Hamburg. Du weißt gar nicht, was hier abgeht gerade in Hamburg bei uns. Das ist unfassbar. Die Polizei ist überfordert. Ich weiß, natürlich. Das ist alles Teil des Plans. Wenn die hier sie wollen, dass die Muslime diesen Aufstand hier machen, damit sie endlich loslegen können, um ihre neue Weltordnung durchzusetzen mit Gesetzen, die so ultra sind, weil Antiterrorgesetze, du kannst ja alles durchziehen damit. Weil wenn die Sicherheit der Bevölkerung nicht mehr gegeben ist, so wird die Armee eingesetzt, hier patrouillieren dann Soldaten rum und dann geht's richtig zur Sache. Was meinst du, was hier bald abgehen wird? Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Muslime das Ganze ja vorantreiben. Sie sind nur aus einem Grund hier, die Muslime. Muslime sind nur aus einem Grund hier, um das Ganze durchzuziehen, was die Elite will. Mit dem Islam kannst du das natürlich bestens durchsetzen. Ja, Muslime lassen sehr gut leiten. Hast du gesehen? Ja, ja. Die sind ja wie Wölfe in Rudel und passen mal auf. So sieht's aus. Und das nutzt die Elite schön für sich, um bald loszulegen. Warte mal ab. Hier war eine Israel-Demo, ne? Rate mal, was passiert ist. Die mussten, mehrere hundert Polizisten mussten mit Schildern, mit Wasserwerfern, die Israel-Demo bewachen. Und umherum alles Muslime, die so gesagt haben, kommt her. Wir merken euch, ich will das gar nicht aussprechen, aber du weißt, wenn natürlich. Die Polizei nicht da wäre, die würden die ab, ne? Du weißt das. Die würden nicht überleben. Judenverfolgung hat wieder stattgefunden. Judenverfolgung. Wir leben das Jahr 2023 und es hat wieder stattgefunden. Heftige Lage, ne? Das ist auch die ganzen Muslime in meinem Umfeld, ne? Wie die alle so die Hamas posten, die sind für Terroristen, die unterstützen Terroristen, Amir. Das ist krank. Die unterstützen Terroristen, die Menschen auf dem Gewissen haben, die Menschen töten, die Menschen foltern.
Ja, für die sind ja Juden keine Menschen, das ist das, ja. Ja, da gibt es keinen Vers, dass die Schweine sind und die Ratten sind oder wie, ne? Genau, für die sind die Juden sind für Allah, sind das überhaupt kein Dings, ne, für Muslime. Das ist das. Aber da hast du recht, du hast recht. Ich habe heute mit Reza geredet und er hat auch gesagt, das ist alles nur, wenn das Wirtschaftssystem zusammenbricht, dann werden die Muslime alles hier übernehmen. Die werden alles übernehmen. Da können wir uns, das geht so schnell, die werden alles übernehmen. Gnade Gott, ne? Gnade Gott, das, wir sind ja da schon lange weg, aber es wird heftig. Amir, hier hat einer geschrieben, warum gibt es keine Israel-Demos? Wieso? Amir? Ja. Da schreibt einer, warum es keine Israel-Demos mehr gibt. Aber es hat mich auch gewundert, das gibt es wirklich nicht mehr irgendwie. In der letzten Zeit gibt es keine mehr irgendwie. Ja, natürlich, sie haben Angst, für Israel zu demonstrieren, also für Israel, pro Israel Demonstration zu machen. Ja, ja. Ich glaube aber auch, hast du das mitbekommen mit dem IS-Kämpfer, der mit dem LKW da reinknallen wollte? Wann? Vor kurzem, da war ein Anschlag irgendwo in Deutschland, der wollte mit einem LKW in eine Israel-Demo reinknallen. Den haben sie noch aufhalten können. Das ist heftig, ne? Das ist so heftig, ne? Da schreibt auch einer, ja genau, vor 2 Wochen oder so, genau, richtig. Das ist so heftig, Armin, ne? Das ist so... Die Juden können draußen nicht mehr in Ruhe rumlaufen. In Deutschland. Wenn die Muslime herausfinden, dass da ein Jude rumläuft, was meinst du, was die mit dem machen? Der kommt dann nicht mehr raus. Bevor hier dieser Krieg losging bei mir in der Gegend, habe ich immer ab und zu mal so Juden gesehen, hier, diese, hier mit diesen Locken und ihr Anzug und alles mögliche. Jetzt sehe ich gar keinen mehr von ihnen. Nicht einen einzigen mehr. Heftig. Ja, heftig. Ja, bei uns auch in Hamburg. Die Synagogen, die werden alle mit Maschinengewehre bewacht. Maschinengewehre! Da sind Soldaten, die bewachen das mit Maschinengewehre. Mit so einem MP5 und mit einem M4 stehen die da und haben scharfe Waffen, damit die nicht die Synagogen kaputt machen. Das ist so krank, ja. Aber ja, wird alles so kommen, ne? Das ist so heftig. Ja, man muss beten, ne, dass so viele Seelen wie möglich noch gerettet werden. Wenn du zum Beispiel bei uns hier auf dem Stein, da die ganzen Muslime, ne, die schreien alle, fuck, ne, ich will das jetzt nicht sagen, Israel. Ja. Sportlich, die drehen so durch und ich denke mir auch, dieser Hass, das kommt ja von ihrer Ideologie, von ihrem Islam. Das merkst du auch richtig. Und die Polizei ist so überfordert, ne? Die ist so überfordert, die haben selber Angst. Die ist richtig überfordert hier in Deutschland. Ja, natürlich, was willst du denn gegen, was willst du denn unternehmen mit so ein paar hundert Polizisten gegen tausende von Menschen? Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja. Wenn die einmal ausflippen, schlagen auf die Polizei. Aber siehst du, dann wird auch bald der Befehl gegeben, wie ich dir gesagt habe. Scharf zu, ne? Das hast du vor 5 Jahren gesagt. Da werden Ausgangssperren verteilt, alles. Wirst du sehen. Das hast du damals, ich weiß noch, das hast du vor 6 Jahren gesagt, da hast du gesagt, vor 6 Jahren, dann werden sie den Befehl bekommen, dann werden sie scharf schießen, wo du diese Aufklärung gemacht hast. Habe ich dir gesagt, warte mal ab. Ja, weil die Polizei nicht mehr Herr der ganzen Sache wird und das Ganze ausartet und Plünderungen stattfinden und so, ne, dann wird die Armee eingesetzt, die Armee patrouilliert und langsam wird die neue Weltordnung durchgesetzt. Durch die Muslime. Sie sind der Antriebsmotor für die Elite, die neue Weltordnung durchzusetzen. So krank ist das Ganze. Sie helfen der Elite, die neue Weltordnung zu etablieren. Wahnsinn, ne? Ja. Weißt du, was da auch das Fertige ist, Armin?
Ich kann, du, das Heftige ist, du kannst nicht mehr ins Kino gehen. Du kannst nicht mehr ins Freibad gehen. Überleg mal, im Freibad, du wärst jetzt, wie beim Flughafen, musst du so durch eine Tür gehen, damit die gucken, dass du keine Messer hast. Weißt du, Amir, alles dank der Religion des Friedens. Islam bedeutet Amir, Frieden. Wer was anderes sagt, den werden wir 3 Meter unter die Erde bringen. Das ist sowas von Islam ins Peace. Islam ins Peace. Man kann das nur so aushalten, Leute. Es tut mir leid. Islam bedeutet Amir. Frieden. Ja, aber was für Frieden? Den Nächsten zu töten? Ja. Das ist Frieden. Frieden, das ist ein friedlicher Kampf. Frieden. Ein Frieden. Frieden. Aber Amir, ich war ja schon. Ich werde dir ganz friedlich eine Nackentherapie verpassen. Ganz friedlich. Jizzy hat sein friedlich, ne? Das ist ja auch. Frieden, Jizzy bezahlen mit Nackenklatscher. Ja, deine Frau ausspannen, friedlich. Sehr friedlich werde ich sie dir wegnehmen. Sehr, sehr friedlich wird das passieren. Mit blauäugigen Augen, blonden Haaren, friedlich. Wenn das bald losgeht, werde ich mir meine Haare rasieren, Bart abmachen, dann sehe ich einfach anders aus. Dann mische ich mich einfach unter das Volk. Sag, ich bin gar nicht Ex-Muslim. Ihr habt den Falschen, ich bin das gar nicht. Siehst du, Ex-Muslim hat auch Bart und so. Amir, ich war letzten Sommer, ich war ja schwimmen, ne? Und pass mal auf, im Schwimmbad, Security, 5, 6 Badeister. Und dann habe ich ja mit meinen eigenen Augen gesehen, wie die Frauen so ins Gebüsch ziehen wollten, so, ne? Das musst du dir mal geben. Das habe ich ja gesehen und ich wusste ganz genau, wenn du dazwischen gehst, ja, dann hast du ein Messer ganz schnell im Bauch. Und die sind überfordert, die Security sind überfordert, die Bademeister sind überfordert. Du siehst einfach, du gehst schwimmen, du willst einfach mal mit deinem Kind oder mit deiner Frau ein bisschen abkühlen, Massenschlägerei da eine kurze Stecherei, da fast eine Vergewaltigung passiert. So ja, die krank, Großstädte sind so krank. Die Großstädte sind geliefert. Ja, gerade bei uns in Hamburg. Von Berlin geht's los und dann in jede andere Großstadt. Ne? Das ist so krank. Ja, du musst schon in den Schulen aus Respekt und Höflichkeit darfst du kein Schwein mitnehmen. Kein Kreuz darf in der Klasse sein, weil der Islam Frieden ist. Eine friedliche Religion. Und das macht man ja auch aus Liebe für die Muslime. Das Kreuz abnehmen, kein Schwein essen, wenn die zum Beispiel fasten, dass du dann auch fastest. Es ist so Wahnsinn, ne? Wien und Gaza auch in Österreich. Aber Amir, was glaubst du, wie lange hält das eigentlich noch mit der Aachen-Moschee? Wie lange, was glaubst du? Weil die wollen ja irgendwann den dritten Tempel aufbauen. Ich weiß, das kann jeden Moment so geschehen. Also, ist nur eine Frage der Zeit. Wer ist denn noch hier? Hallo Amir. Hallo Eise. Hallo, Gott segne dich und deine Familie. Dich und deine Familie auch, danke. Dankeschön. Amir, bei mir ist echt so die Kacke am Dampfen. Ich verfolge dich auch schon sehr, sehr lange. Ich war selber Muslim und dank dir, dank das, was du gesagt hast, habe ich selber nachgelesen. Ey, das ist krank, Junge. Das ist einfach nur krank. Das ist unglaublich. Also selbst ich ja, als Frau, wirklich. Also wirklich, ich habe Achtung vor mir selbst und jede andere Frau, die sich das mit sich machen lässt, tut mir leid. Also da fallen mir gar keine Worte mehr dazu ein. So sieht's aus. Wer das noch ernst nehmen kann, was da alles geschrieben steht, und was da alles verzeichnet ist, ist, ja, braucht dringend Hilfe. Ja, das wird ja immer schlimmer. Mein Vater hat sich jetzt auch so eine alte geholt. Dein was? Die ist natürlich mein Vater.
Dein Vater? Ja, der wurde auch manipuliert und so. Der hat jetzt geheiratet vor kurzem. Okay. Der hat jetzt auch so eine, ja, ich sag mal, zu der mal 3 Kilo Kartoffelsack, weil die sich auch so anzieht. Ja, sorry. Also, ja, so nenne ich die halt, weil das ist für mich einfach kein weiß ich nicht, das ist für mich einfach keine Normalität. Ja, sag einfach, dass hat sich eine Muslima ins Haus geholt dann. Ja, sowas halt, ne? Und ich mache echt gerade so die schwerste Zeit meines Lebens durch, weil ich merke einfach, dass mein Vater einfach sich so verändert. Und hier aufgrund ihren, keine Ahnung, 5-mal am Tag beten und was weiß ich nicht was. Ich meine, wir sind ja Teenagers, also ich vor allem, ne? Ey, das macht mich so fertig. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, ne? Dass ich diesen Mann irgendwie noch umstimmen kann. Aber der ist sowas von manipuliert, das ist der Wahnsinn. Na, du kannst ihm einige Sachen zeigen, was ich dir gezeigt habe. Aufschreiben und mit ihm durchgehen. Nützt nichts, das habe ich auch schon gemacht. Er sagt, das wäre eine Lüge und was weiß ich nicht was. Der hat gar keinen Bock, sich mit sowas zu beschäftigen. Hm. Ich sehe gerade, hier schreibt einer. Man ja, wird ich jetzt weiß, laut Islam eigentlich umge. Ja, steht doch sportlich, weil man Islam verlässt. Ja, Alhamdulillah, Jesus, Alter. Gott sei Dank, beste Entscheidung meines Lebens, Bruder. Ist einfach so. Ja, und ja. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt machen soll. Ich bin halt die ganze Zeit halt nur am Beten zum Herrn, aber ich bin einfach richtig überfordert. Die macht so richtig unsere Familie kaputt. Die macht richtig unsere Familie kaputt. Und das Schlimme ist, dass ihre Cousine... Die versucht jetzt ihr Glück darum zu streuen, ne? Ja, ihre Cousine ist noch eine Nummer krasser als die. Weißt du, die postet jeden Tag Erdogan-Status und was weiß ich nicht was mit Dschihad. Europa, Deutschland, Särge, Tod und was weiß ich nicht was. Oh. Boah, ey, ist heftig. Ja, ich weiß halt nicht, was ich machen soll, ne? Ja, du musst einfach weiter beten. Es geht nicht an. Du kannst ja nicht bedrängen oder sowas, ne? Ja. Leider, ja. Du musst versuchen, so gut es geht, den Herrn vorzuleben, ne? Du repräsentierst jetzt den Herrn, ne? Ja, aber trotzdem werde ich irgendwie so unten durch, so obwohl ich halt so anders bin, weißt du? Und das tut halt einem echt weh. Und ich weiß auch, das wird auch so oder so zu einem Kontaktabbruch kommen, ne? Wenn die so. Ja, du hast wenigstens deine Seele in Sicherheit gebracht. Du hast ja wenigstens deine Seele in Sicherheit gebracht. Und der Herr sagt, wer Haus, Hof und Familie und alles wegen mir verliert, der wird es hundertfältig zurückbekommen, ne? Komm. Ja, Alhamdulillah, Jesus. Mach einfach so weiter, Amen. Ja, Amen. Gott segne dich, danke dir für deine Worte. Wir werden auch dich beten. Ich auch und deine Familie. Ich bitte euch. Danke. Danke. Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao. Ja, Ami, ich gehe auch raus, ja? Gottes Segen dir, Bruder. Okay. Alles klar, Danny. Bis dann. Gottes Segen. Okay, ciao. Ja, wir sind in absolut wahnsinnigen Zeiten, ne? Absolut wahnsinnigen Zeiten. Ich hab doch gesagt, du sollst hier nicht rumtrollen. Alle hat einen grünen Anzug, ja genau. So ihr Lieben, ich denke, wir beenden das Ganze jetzt mal und der Dr. Scherer bei mir kommt dann eventuell dann Nachmittag rein. Dann hören wir uns den zweiten Teil an von dem von der Dokumentation. Hat Allah echt einen Hund? Ja, natürlich. Sure 53, Vers 1, Tafsir At-Tabari. Dr. John hat es erkannt. Aktiviert, Abwehrkräfte von Allah, schnell. Dr. Sheikh muss was essen, ja genau. Dr. Sheikh muss mal ein bisschen mal ein bisschen zur Ruhe kommen.
ist fix und fertig, er ist müde. Ich denke, ich komme dann eventuell dann später dann live, oder? Sehen wir uns dann später, ihr Lieben. Dann könnt ihr jetzt auch noch mal ein paar Sachen erledigen gehen und wir hören uns dann einfach später. Dankeschön für die ganzen Likes, für die ganzen Geschenke und für alles, ihr Lieben. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Lasst euch nicht von irgendwelchen Wahnsinnigen belabern. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Jesus Christus hat für uns bezahlt und wir nehmen dankend das Geschenk der Gnade an und wir sind dem Herrn zutiefst dankbar und wir lieben, ehren und sind auch bereit, für Jesus Christus den Weg zu gehen und unser Leben zu lassen. Amen. Okay, ihr Lieben, dann hören wir uns dann später, ja? Gott segne euch. Dankeschön für alles. Danke. Gott segne euch.